ist er durch. So, Aquarius, mein Schatz und Odin, meine Lieben. Erstmal massiv Küsschen an euch und Grüße an den Silberfuchs. Ja, ich bin wieder da. So. Und guck mal, ich habe mich verjüngt. Ich bin jetzt ein Disney-Charakter. Geil, oder? Hahaha. Oh, wirklich, oder? Oh, ich find's toll. Ja, dachte mir, okay. Ja, Devil, ich muss halt auf dich aufpassen. Ja, manchmal schon so ein bisschen. Aber egal, ja, jetzt sitze ich hier wie ein selten dämlicher Disney-Charakter und dachte mir von wegen, wir gucken heute mal spontan ein bisschen in die Trends. So, ne? Da haben wir die Kinderfraktion, genau. Warte mal, mach mal eben was anderes an, was mehr meinem Stil, ja, entspricht. So, besser. Das ist doch schon viel besser, findet ihr nicht? Also willkommen in der Hölle. Ja. So, also, pass auf. Erster Punkt. Massiv Liebe. Nochmal an Aquarius. Ne? Odin, Bela und Hagebutten für das letzte Mörderwochenende. Ihr geilen Feierschweine, ihr. So, und zweiter Punkt ist, nachdem ihr weg wart, ist mein PC abgeraucht. Ja, also irgendwie irgendein Crash, ihr habt irgendwas, Platte wollt nicht mehr, bumm, alle wieder von vorne. Das heißt, viele Sounds sind weg, die ganzen Intros, alles. Das heißt, wir starten komplett neu. Ein bisschen was konnte ich retten, ein bisschen was ist für immer dahin. Das heißt, ich fange wirklich wieder bei null an. Ja, geil, oder? Total geil gelaufen. Aber egal. Ja, das hätten sie ja nicht von so ein bisschen Schabernack ab, ne? Ansonsten, ja, kündige ich an, was nicht kommt. Nee, Quatsch. Also, moin, ne, wisst ihr Bescheid, Headbangers Paradise. Da gucke ich auch explizit in die Richtung von dir, Satanic Warmaster. Das heißt, morgen nicht nur Black Metal, sondern auch die anderen Leute mal ein bisschen vorlassen. Ne? Das heißt, Rock'n'Roll, Metalcore, Grind, Death Metal, scheißegal. Ne? Wir ballern alles morgens ein bisschen durch und haben eine geile Zeit miteinander. So, und Samstag geht's dann endlich wieder lose. Ne? Also hier mit, warte, hier habe ich es doch, genau. Music Beyond Midnight. Back to Party. Richtig, da ist dann wieder los. Und da nehmen wir dann erstmal alle Mann, also die wir hier zusammen sind, einen doppelten, dreifachen, vierfachen Butzgutsch. Genau, ihr habt ja gesehen, im Live aus dem Pub hattet eben Hagebuttene etabliert, ne, diesen Spruch. Also nicht mehr Butterscotch, sondern Butzgutsch. Ich kann ihn euch ja mal gleich nochmal kurz in die Kamera halten, was ich meine, ne, für die, die es nicht wissen. Ansonsten, jetzt wie, hab weiter mit dem Devil Monday, kommende Woche Party-Stream habe ich drinne 90er und 2000er, wir machen dann mal wieder eine kleine Motto-Fete. Dann geht's auch weiter demnächst mit Drei Engel für Devil, ne, von wegen, wenn alle Zeit haben, alle können, ne, kein Problem. Was wollte ich noch sagen? Wir haben eigentlich alles, wie ihr habt, so, ne? Ach nee, warte mal, ich hab jetzt einen neuen Job, etc. Das heißt, kann passieren, dass sich die Streamzeiten ändern. Das heißt, ab jetzt eine Stunde früher, ne? Oder, ja, zur selben Zeit, aber dann halt ein bisschen verkürzter. Ich muss gucken, wie der zeitlich passt, ne? Wie gesagt, Wecker klingelt bei Zeiten, von daher, ich muss da auch auf Zack sein und auch, wie gesagt, gewährleisten, dass das alles funktioniert. So, und ich muss sagen, ich habe ein Riesenproblem mit dem scheiß neuen OBS hier, weil das ist, oh Gott, Krampf. Früher ging es von links nach rechts, jetzt von oben nach unten. Ganz voll komisch, aber egal. Und wenn Lanchi keine gute Ausrede hat, kriegt er die Hosenbodenstange gezogen. So, was wollte ich jetzt noch sagen? OBS, das habe ich gesagt. Ach ja, genau, stimmt, es regnet. Und ihr wisst, was das heißt. Ich habe jetzt schon seit Stunden hinweg wieder zu tun mit 1 und 1. Das bedeutet, wenn ich weg sein sollte, wisst ihr, was los ist. Ja, dann hat es mich wieder auf den Arsch gelegt. Aber warte mal, ich wollte euch ja mal ganz kurz zeigen, ne, auf was ich da anspiele. Warte mal. Ich komme meine Vorbereitung. Bin gleich wieder da. Moment. Oh Gottes Willen. So. Moment. So, war ja nur, wie gesagt, recht spontan gewesen heute, aber nichtsdestotrotz schalte ich noch mal eins kurz um. Ich habe es nämlich geschafft, Tatsache, diese blöde Snap-Kamera wieder in Gang zu kriegen. Das heißt, ich glitzer so schön. Ich habe jetzt wieder alle Effekte zurück und ich kann noch neue mit einfügen. Rote Augen zum Beispiel. Oder Rain-mäßig. Ja, geht auch. Oder einfach 1, 2 Polizei, ne? Passt den Zugfeld live so, ne? Da haben wir eben so ein paar bunte Lichter auf dem Kopf. Okay, wartet, ich versuche mal kurz eben nochmal was Neutrales zu machen, damit ihr die Fläschchen auch schön seht, ja. Oh Gott, sieht bekloppt aus. So, aber das tue ich ja immer. So, als erstes. Massiver Dank an meinen Ehrenbruder Odin. Ne? Hier. Das hier ist nämlich der originale
Butzgutsch, den wir eben in der Kneipe da konsumiert haben. Ganz genau derselbe, 1:1. Wurde geliefert von Genießbar und wurde abgefüllt am 7.11. Ne? Und ja, das Ding hat 18 Umdrehungen. Also Udin, danke nochmal, mein Bruder. Das Ding, das machen wir dann, wie gesagt, übermorgen. Uff. Oder vielleicht auch morgen, mal gucken, je nachdem. Ich habe ja Vorrat. Denn auch Aquarius hat wie immer an mich gedacht. Denn ihr wisst ja, wer mich unterstützen möchte, ich habe da eine Wishlist. Ne? Allerdings jetzt nicht mehr für mich, sondern jetzt nehme ich Richtung Weihnachten. Das heißt, da sind ein paar Kleinigkeiten für die Kinder drauf. Das heißt, wenn ihr mir was Gutes tun wollt, einfach rüberwimsen auf Amazon und mithelfen. Ne? Liebe schenken. Ne? So, und der hier ist von Aquarius. Ich dachte, das wäre der Originale. Och, Butzgutsch. Ne? Allerdings hat der 20 Umdrehungen. So, Aquarius. Und nochmal ein liebes Küsschen in deine Richtung und vielen Dank für das Bülleken hier. Kriegen wir safe weg. Und ansonsten habe ich halt noch eiserne Reserven aus dem letzten Wochenende noch. Das beinhaltet eine fast volle Flasche Melonenwodka noch, ein Träger Bier und so weiter. Also ich bin gut vorbereitet. Na, die bunten Lichter hast du schon im Kopf. Meine auch am 7.11. Ja, ja, genau. Ist geil, ne? Ja, so, jetzt aber Schluss hier. Und ich habe auch ein paar neue Disco-Lichter. Oder das hier finde ich auch geil. Ja, so ein bisschen Effektspielerei muss schon sein. Hm? Oder doch lieber ein bisschen dunkler? Doch, dunkel ist immer gut. Und natürlich Schnee. Schnee. Denn wir gehen ja langsam aber sicher in Richtung Weihnachten, ne? Also so viel Zeit ist ja nun wirklich nicht mehr. So, egal. Hallo? Ist das Bild gerade verschwommen, Alter? Was ist denn nun los? Oder seht ihr das scharf? Stream sagt nein. Qualität automatisch. Was? Achso, jetzt, okay. Könnte hoch am Netz liegen. ein Schelm, der Böses dabei denkt. Aber egal, okay, gut. Dann lasst uns mal starten. Alles schön, okay. Dann war es gerade bei mir. Naja, gut, Leitung spackt ja auch rum. So, also, Trends. Da habe ich eigentlich heute gefunden. Und zwar möchte ich mir jetzt mal mit euch angucken. Ihr wisst, ich bin kein Disney-Fan, weiß Gott nicht. Weil Disney-Filme verkörpern für mich persönlich immer so die falsche Message. Ne? Weil wer tot ist, ist nun mal tot. Der kommt nicht wieder und alle haben sich lieb und so. Totaler Bullshit. Darüber hinaus geht es eben auch darum, dass ihr, wie gesagt, Disney auch Woke-Washing betreibt. So, was haben wir noch? Dann haben wir 30 Tage ohne Drogen, das Selbstexperiment, also sprich keine Kippen, kein Fusel, kein nix. Was habe ich noch? Drogenwaffen, Gewalt, was ist los im Nürnberger Hauptbahnhof? Rainer auf dem Zarenstein. Wollen wir den neuen Ghostbusters-Trailer auch noch kicken? Ich weiß nicht. Mal gucken, was hat er denn noch gefunden? 3 wichtige Übungen für jeden Tag? Quatsch. Contra K, lame. Tuckenhotel, MMA-Kämpfer, die Wahrheit über Princess Charming und auch so ein Dreck wieder. Depp and Dylight, Chucky offizieller Trailer, wir müssen euch etwas sagen, bla 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 bla. Luciano und ich heulen, Extreme Chili Challenge. We lost our beautiful Jenny, she finally beat Cancer. Oh Gott, das, naja, ich möchte jetzt nicht unbedingt solche Themen heute ansprechen, das muss die sind. Capital Bra, lame. Beatles, 7 Girls Blind Daten mit Tom Supreme. Kümmert keinen Schwanz, Kollege. Das kümmert keinen Schwanz. So. Also würde ich sagen, ich gehe mal kurz zurück zum Anfang. Wir fangen einfach mal am Anfang an. So, Moment, wo war ich gerade? Hier, da. Watch Together das auf. Ich muss den Quark... Schneewittchen und... Ja, Schneewittchen. Ich muss den Quark bloß mit Rind ballern und dann können wir auch schon starten. Ich hoffe, das funktioniert alles einigermaßen, denn ich habe jetzt die letzten Tage damit zugebracht, die Kiste wieder so weit hinzukriegen, dass ich halt die wichtigsten Games hier drauf habe, die wichtigsten Funktionen. Alles, was mich ärgert, ist halt, mein Album ist futsch. Das 9. Album, was eben schon bis zur Hälfte fertig war. Das kotzt mich an. Das kann ich nochmal komplett von vorne anfangen. Wer weiß, was dabei rumkommt. So, egal. Wollen wir rein in die Wurst? Einfach mal gucken, ob keiner kickt. Ja, oder? Also, holt euch ein Bier, ein paar Chips und wir gucken mal, was denn so lose ist. Viel Spaß. Halt, war das richtig hier? Schneewittchen und die 7 Zwerge. Ein absoluter Klassiker unter den Zeichentrick-Märchenfilmen. Und einer der Disney-Filme, der wie so viele andere demnächst eine Neuverfilmung bekommen soll. Und die ist schon seit einiger Zeit ordentlich in der Kritik. Das Problem: Disney hat jetzt versucht, auf diese Kritik einzugehen
und hat es noch schlimmer gemacht. Was ist passiert? Im Juli diesen Jahres sind die ersten Fotos zu Dreharbeiten des neuen Schneewittchen-Films aufgetaucht. Klar wurde, die 7 Zwerge aus dem Originalmärchen wurden ersetzt. Das hatten wir doch schon mal im Stream, ne? Irgendwas ist mir doch ganz dunkel in Erinnerung. Gottes Willen, ey. Durch 7 magische Wesen, aka hauptsächlich normal groß gewachsene Menschen. Das gab unter einigen kleinwüchsigen Menschen im Netz einen riesigen Aufschrei. Der Vorwurf lautete in etwa: Wir als kleinwüchsige Menschen sind in der Filmbranche total unterrepräsentiert und jetzt gibt es einmal die Möglichkeit, dass gleich 7 kleinwüchsige Menschen für einen Millionen-Blockbuster gecastet werden könnten, als Zwerge, und man entscheidet sich dagegen. Ziemlich diskriminierend. Ja, das klingt ja erstmal schlüssig und da würde ich so zustimmen, wenn ich das von einer kleinwüchsigen Person hören würde. Mhm. Wieso also kam Disney auf die Idee, das überhaupt so komisch zu casten? Na, warum wohl? Sagen wir mal so, Disney wollte vermutlich politisch korrekt sein. Ach Quatsch, jetzt wird gestoppt! Die Sache von vor fast 2 Jahren zurück. Vielleicht kennt ihr den Schauspieler Peter Dinklage, bekannt unter anderem aus Game of Thrones. Er sagte im Januar 2022, als Disney gerade verkündet hatte, dass sie Rachel Ziegler, eine Latina, für das Schneewittchen gecastet haben. Ach na komm, das ist aber die Kirche im Dorf. Also so schlimm sind Latinas nun hoch wieder nicht. Ja. In einem Podcast folgendes: Ihr seid in einer Hinsicht fortschrittlich, aber macht noch immer diese verdammte rückständige Geschichte über 7 Zwerge, die zusammen in einer Höhle leben. Was zur Hölle macht ihr da? Habe ich nichts getan, um die Sache von meiner Plattform aus voranzubringen? Ich schätze, ich bin nicht laut genug. Und weil dieses Statement damals im Drama-Internet und auf Twitter natürlich voll die Wellen schlug, hat Disney eine Art Antwort-Statement gemacht und sich wie folgt geäußert. Um zu vermeiden, dass wir Stereotype des ursprünglichen Trickfilms wiederholen, werden wir bei diesen 7 Figuren einen anderen Ansatz wählen und uns auch Rat von Mitgliedern der kleinwüchsigen Community holen. Tja, was sie damals, vor 2 Jahren, nicht bedacht hatten, nur weil ein doch sehr wohlhabender Schauspieler und ein Teil des Internets das so sehen, muss das nicht bedeuten, dass alle das so sehen. Das habe ich euch ja am Anfang gezeigt. Also ganz viele kleinwüchsige Menschen schreien jetzt auf und beschweren sich jetzt, wie das mit den magischen Wesen gelöst wurde. Und sagen eben, dass ihnen da eine riesige Chance der Repräsentation entzogen wurde. Aber wer hat denn jetzt recht? Also ja, stimmt Fuchs, natürlich. Es, dass Schneewittchen, wie Peter Dinklage sagt, eine rückständige Geschichte über 7 Zwerge oder gar Kleinwüchsige ist, die in einer Höhle leben? Oder stimmt... Schneewittchen und die 7 Gangbanger. Aber ja, schon recht, ne? Normalerweise. Aber das darf man ja wieder nicht sagen, weil dann ist es ja wieder, ne... Muss ja, ne, also, ne, Vogue und so. Da sind wir wieder im Thema. Und dass Schneewittchen eine Geschichte ist, die kleinwüchsige Menschen auf positive Weise repräsentiert. Surprise, surprise, alle liegen falsch. Schneewittchen ist kein Märchen, das sich über Menschen mit Kleinwuchs, wie wir sie heute ganz normal kennen, lustig macht oder auch nur ansatzweise irgendwas damit zu tun hat. Richtig. Das Originalmärchen ist schon über 200 Jahre alt. Eine der geläufigsten Theorien der Entstehung ist, dass das echte Schneewittchen Margareta von Waldeck, geboren 1533, aus der Nähe von Kassel, also Deutschland, gewesen sein soll. Laut Berichten war dieses Mädchen nämlich außergewöhnlich schön. Ihre Mutter starb, als sie erst 4... Das liegt immer im Auge des Betrachters, ne? Von wegen außergewöhnlich schön. Wie definiert man denn Schönheit? Ne? Also, wie viele Piercings du in der Fresse hast? Oder wie glatt dein Teint ist? Oder wie nudelartig deine Haare oder so? Ach übrigens, hier, guck mal da nochmal. Ne? Aquarius? Udin? Shirt. ne? Also... Das liegt immer im Auge des Betrachters, finde ich. Ne? Für mich ist meine Frau die Schönste. Für Odin ist Bela die Schönste. So. Ich find Aquarius auch super, ne? Der hat sich super gehalten zum Beispiel. Also, pff. Und der Stein. Und Odin sieht aus wie ein verdammter Bodybuilder, weißt du? Und andere denken dann wieder von wegen wie so, oh Gott, was sind denn das für Gestalten? Ich meine,
ne, wie gesagt, liegt immer aus des Betrachters. Von daher sollte man immer so ein bisschen vorsichtig sein und separieren. Wäre ja schlimm, wenn wir alle gleich wären. Hm? Ja. Ach, Watch Together, Jahre alt war. Fortan wurde sie von einer strengen Stiefmutter, Katharina von Hatzfeld, aufgezogen. Mit 16 sollte sie in Brüssel Mahlzeit. Geheiratet werden. Allerdings gab es Komplikationen, da sich mehrere hochrangige Männer um ihre Hand bemühten. Während ihrer Lebzeit reiste Margareta unter anderem über das Sieben... Gebirge zum Rhein. Und im Alter von nur 21 Jahren starb sie, laut Vermerken aus der damaligen Zeit an... Ja, Cleo natürlich auch. Das waren ja eben bloß Beispiele gewesen, ne? Das waren ja nur Beispiele. Natürlich, Cleo ist auch wunderschön. Da gibt es so nichts dran zu drehen. Einer Vergiftung. Klingelt da was? Aber woher kommen generell alle meine Engel, ja, also... Naja, das ist eine eher tragische Geschichte. Südlich von Waldeck... Itchy, Brudi, was geht? Viele Menschen sind ja entsprechenden Kulturen, Zeit und Massenwahrnehmungen zu extrapolieren. Reine Statistik. Kommt der hier in die Rand, ey? Wirklich, hi, wie geht's dir? Mein Lieber, alles cool bei dir? Ich hoffe, du bist gesund und munter. Ja, ich wollte es nochmal gesagt haben. Ne? Liegt immer so ein bisschen im Augenbetracht, ne? Aber die Mehrheit von wegen... Ihr seht es ja selber, ne? Von wegen, alle Weiber rennen gleich rum mit ihren komischen High-Waist-Jeans und alle, das ist ja schlimm, das ist ja schrecklich. Oh Gott, deswegen. Ein Ei wie das andere. Wo Margareta herkam, da liegt das Kupferbergwerksdorf Bergfreiheit. Und aus Lohnabrechnungen von damals weiß man, Glück dass auf. In diesem Bergwerk auch Kinder eingesetzt wurden. Denn die Gänge in Bergwerken sind klein und früher gab es jetzt nicht unbedingt die fortschrittlichsten Kinderarbeitsgesetze. Und unter anderem durch das fehlende... Ich wollte gerade noch sagen, Kinderarbeit ist verboten. ...harte ja. Arbeit in einem Bergwerk. Ah. Wuchsen diese Kinder nicht richtig, bekamen Deformierungen oder für die damalige Zeit komische Erscheinungsbilder durch zum Beispiel auch so Dinge wie Arbeitsunfälle. Wenn man jetzt auf das Disney-Märchen von 1937 schaut, dann hat man hier, wie in ja, ganz vielen Märchenfassungen davor, für die Erzählung das Fabelwesen Zwerg gewählt. Denn ich sag mal so, deformierte und in Bergwerken misshandelte Kinder, na, das hätte eventuell den... Jo, gerade am Füttern, schau nur kurz rein. Prost an die Anwesenden. Ja, Prost, Geule. Dann Newton hungert dir, ne? Ja, ich bin jetzt ohne spontan hier und ich weiß nicht, wie lange, weil 1 und 1, ne, wie gesagt, PC abgepfiffen und so. Alles auf Anfang zurück. Der Erfolg des Filmes ein klein wenig geschmälert. Zwerge, das sind genauso wie Kobolde oder... Habt ihr gerade gesehen, wer da gerade war? Wartet mal. Moment. Ja, ganz vielen Märchenfassungen davor für die Erzählung, da. Dass... Da war gerade der Silberfuchs zu sehen. Fabelwesen Zwerg gewählt. Und da ist Odin. Da ist Odin. Ja? Er schürft nach Diamanten für seine Bela. Denn ich sag mal so, deformierte und in Bergwerken misshandelte Kinder? Na, das hätte eventuell... Na, Odin würde sagen, schmecken lassen. Das Film ist ein klein wenig geschmälert. Zwerge, das sind genauso wie Kobolde oder Riesen oder Feen. Fabelwesen, die es in... Oder Oger... etlichen Kulturen gab. Und das geht auch auf die unterschiedlichsten Dinge zurück. Alleine darüber könnte man 7 Doktorarbeiten schreiben. Und könnte somit man. Liegen Peter Dinklage und Disney eigentlich beide falsch. Wenn du eine Geschichte... Du Miraculix. Ich sag ja, wenn ich einmal an einem Baum vorbeigehe und jemand flucht, dass er sich geschnitten hat beim Bisschen schneiden, dann weiß ich, dass du das bist, dass du da oben drin sitzt. Mit freundlichen Fabelwesen. Wir müssen echt mal die ganzen alten Asterix und Obelix-Filme kicken, mal im Discord oder so, das wäre geil. Machst, die in einem Bergwerk arbeiten und übrigens auch nicht in der Höhle. Du, apropos Zwerge und Riesen, ich sag nur kaltes Wasser oder warme Gedanken. In einem ganz normalen Haus, dann... Kaltes, klares Wasser, übermorgen, ne? Partynacht. Was? Nur in rund meinem langen Rauschebart, mit deinem langen Rauschebart, okay. Werden da keine Stereotype über kleinwüchsige Menschen etabliert oder geschaffen? Es ist also, würde ich behaupten, Interpretations- und Geschmackssache, ob man kleinwüchsige Menschen, die Fabelwesen, Zwerge spielen lassen sollte. Einige sind dieser Assoziation überdrüssig und empfinden sie sogar als diskriminierend, weil man kleinwüchsige Menschen früher eben auch teilweise abwertend als Zwerge bezeichnet hat. Andere finden diese Assoziation aber völlig in Ordnung, überhaupt nicht. Wieso müsstest du heute Geld für Motten verlangen? Ach so, weil Anderswelten sind da, ne?
Ja, na, Fuchsi hat mich geholt. Normalerweise wäre ich jetzt nämlich auch meinem Arsch sitzen geblieben und hätte mir noch irgendwie einen Film gezogen. Der wäre feiern für mich gewesen, aber okay. Sohnemann, Mädel. Hey, mein Schatz, wie geht's dir? Ben, Vogue, People. Richtig, Ichiban. Ihr wisst ja, Vogue is the new stupid. Diskriminierend und ja, teilweise auch mag. Nicht gut, was los? Weil ich auch bei drei weiteren Leuten modde. Ist ja gut, ich kann ja wieder gehen. Magisch. Ja, genau. Er will mich loswerden, dann gehe ich wieder. Tschüss. Ja. Hehehe, weißt du nicht? So, nur aber noch mit dem Quatsch hier. hey, Mini-V-Devil, das kommt alles wieder ins Lot. Jay und Leo kommen den ganzen Wochenende und Schule macht mich fertig. Oh, so, und du wirst aber dir mal sagen, ne? Du wirst, ne, von wegen 10 Jahre Schulpflicht, mein Schatz. Ja, also da mussten wir alle mal durch. Und mach dich mal wieder wegen Jay und Leo nicht irre. Erstmal bist du ja morgen wieder hier und dann gibt einen schönen Happen Pappen zu essen und so und dann können wir immer noch über alles reden. Aber schön, dass du immer drin guckst. Und irgendwie cool. Es gibt ja diese Idee, ja, nicht irre machen, politisch korrekten Menschen angeboten. Schüttel den Rauch ein bisschen 2 Wochen. Dass man halt Betroffene fragen sollte. Das Problem ist hier an diesem Fall ganz schön, dass Betroffene oder gerade Betroffene ganz unterschiedliche Meinungen zu diesem Thema haben. Generell muss ich an dieser Stelle mal anmerken, finde ich dieses Betroffene fragen generell an vielen Stellen natürlich total angebracht und auch wichtig, aber es spricht gerade bei so großen Themen den Betroffenen auch irgendwie so ein bisschen das Recht auf eigene Meinung und individuelle Gedanken ab. Ja, ist schon spät. Ist es nicht schlaf schon, mein Sohn, ja, pauschalisierend und hab morgen schönen Tag. Dementsprechend fast schon wieder diskriminierend denn, ne? Zu sagen, also Peter Dinklage, der findet die Geschichte von Schneewittchen und den 7 Zwergen doof. Peter Dinklage ist ein kleinwüchsiger Mann. Ja, dann finden das doch bestimmt alle Kleinwüchsigen doof. Die denken doch da bestimmt alle gleich. So, ja, Metal Off. Als ob das nicht genauso einfach ganz normale Menschen wären, die zu unterschiedlichen Themen unterschiedliche Ansichten haben. Naja, wofür hat sich Disney denn jetzt entschieden, wo nochmal... Ja, Fuchs, das haben unsere Alten damals auch mal gesagt, ne? Als wir Kinder waren, haben wir auch mal gesagt, ja, Schule, scheiße, hast du nie gesehen und so, das ist alles zum Kotzen. Und da haben sie auch mal gesagt, ihr habt, Jungs, wenn der Ernst des Lebens losgeht, dann werdet ihr euch in die Schule zurückwünschen. Und genauso war es auch gewesen. Also, ja. Naja, ne? Bisschen, wie gesagt, eben alle wie durch, ne? Backlash von der anderen Seite kam, wie ich euch ja am Anfang erzählt habe, jetzt wo die 7 magischen Wesen vorgestellt wurden. Surprise, surprise, sie sind wieder zurückgerudert und haben sich wieder für was Neues entschieden. Jetzt gibt es nämlich keine magischen Wesen mehr. Mhm. Es gibt wieder 7 Zwerge. Allerdings sind die computeranimiert. Oh, Gottes Willen, ey. Lasst euch doch Eier wachsen. Mann. Guck mal, und da ist die nächste schöne Frau. Ich hab's ja gerade gesagt. Der Wiedermann! Ja, Cleo! Hey, mein Hase, wie geht's dir? Das heißt, so interpretiere ich persönlich das, Disney zeigt jetzt Peter Dinklage, der die Geschichte von den Zwergen an sich ja super rückständig findet, ganz dick den Mittelfinger. Und Disney zeigt aber auch den kleinwüchsigen Menschen, die sich beschwert haben und diese Rollen gerne gehabt hätten, ganz dick den Mittelfinger. Hm. Also wie kann man wirklich so ein Fan... Ich meine, Disney hat Star Wars gekillt. Ich meine, da ist das Spiel mit los. Von daher, Mann. Es als Pflicht zu sehen, Bildung kostenfrei und nach Wunsch auch umsonst zu bekommen, finde ich schon als how about a slap in the face. Was? Es als Pflicht zu sehen, Bildung kostenfrei nach Wunsch auch umsonst zu bekommen, finde ich schon als slap in the face. Guten Abend, das habe ich auch gelesen. Naja, aber ich kann ihn schon verstehen. Mich hat es damals auch sehr angekotzt. Wie gesagt, damals wollte ich halt meinen Arsch auch nur zur Vergnügung durch die Welt schieben. Ne? Von wegen am besten den ganzen lieben langen Tag Videospiele zocken und in den Tag leben. Ja, daraus wohl leider nichts. Ne? Also, meine Schulzeit war nicht die beste gewesen und ich selber war so 50-50. Zum einen wollte ich wieder zurück in die Schule und zum anderen habe ich es auch nicht vermisst. Also, ich bin schon ganz gut aufgestellt, wo ich jetzt bin, würde ich sagen.
Ach so, wartet mal. Hatte ich euch mein Buch gezeigt? Wartet mal. Ich mach mal kurz nochmal hier hoch selber. Oh nein, das ist zu krass. Ich bin jetzt auch animiert. Guck mal hier. Weird Flexing, ne? Ein neues Leben. Ne? For the Origin. V-Devil. Mein eigenes Buch. Immer griffbereit. Hihihihi. So mustert. Genau so mustert. So, jetzt aber wieder verkrümelt mich wie ein Dunkler. Oder doch lieber rote Augen? Ich weiß nicht. Mann. Okay. Das war kostenlos und du hast lesen gelernt, oder? Natürlich habe ich lesen gelernt. Ging ja nicht anders. Sonst könnte ich dich jetzt auch nicht lesen, ne? In dem Wind sein und gleichzeitig so reinscheißen. Ich weiß es nicht. Aber das bringt mich zum Oberthema des heutigen Videos. Political Correctness und die Filmindustrie. Bevor wir dazu kommen, kommen wir aber noch ganz kurz zum Sponsor des heutigen Videos. Natürlich, ein Sponsor. Nee, danke. Denn was denn schaffen ist, deswegen bei veganen Sachen. Was? Mutatus. Ach so, ja, doch, ja, nee, doch, das ist okay, das kann ich ruhig zeigen, das ist in Ordnung. Finde ich recht gut. Sollte man unterstützen. Political Correctness und die Filmindustrie. Bevor wir dazu kommen, kommen wir aber noch ganz kurz zum Sponsor des heutigen Videos. Denn was braucht man zum Filme gucken? Richtig, Süßwaren und Knabberzeug. Es geht heute nämlich um Motatoes. Motatoes rettet Lebensmittel, die es aus Gründen wie Überproduktion, Saisonalität, Verpackungsfehlern oder verkürztem Mindesthaltbarkeitsdatum nicht mehr in den Supermarkt schaffen. Was, ja, sind wir mal ehrlich, gerade bei Konserven, bei trockenen Sachen, die man im Vorratsschrank lagert oder Süßwaren, vollkommen egal ist. Das Geile ist, deswegen kann Motatoes trotz Inflation deutlich günstiger sein und Produkte mit bis zu 80% Rabatt online weiterverkaufen. Ich finde es persönlich super bei veganen Sachen, also gerade Haferdrinks sind ja... Nein, nicht vegan sein ist auch okay. Aufgrund von auch teilweise politischen Entscheidungen im Vergleich... Cleo, wie ist denn eigentlich? Achso, ja, ganz gut soweit und selbst. Echt zur Milch doch sehr teuer. Und so habe ich mir einfach mal eine komplette Palette auf Voraus bestellt bei Motatoes und direkt mal fast 8 Euro gespart. Und auch ansonsten gibt es bei Motatoes viele Möglichkeiten, den Vorratsschrank mit Nudeln, mit Getränken etc. zu füllen. Schaut also gerne mal über den Link in meiner Beschreibung vorbei und mit meinem Code 15Alicia erhaltet ihr zusätzlich nochmal 15% Rabatt auf eure Bestellung. Zurück zum Thema. Ich glaube, ich muss euch nicht erzählen, dass es in den letzten Jahren vermehrt eine Diskussion über vermeintliche Political Correctness in der Filmindustrie gibt. Und das nicht zu knapp. Nicht zu knapp, also nahezu in jedem Film irgendwo. Also, große Konzerne wie Disney, Netflix oder Amazon... Was? Motatoes hat nur einen Fehler. Von 30 Produkten kosten 29 genauso viel wie im Rewe-Regal. Und nur einer ist billiger. Ich hatte da mal rüber geguckt und ich fand da eigentlich, das, was die da anbieten, eigentlich nicht schlecht. Auch wenn du guckst, von der Menge her und dem, was die da haben, wieso, ist das eigentlich nicht schlecht. 8 Liter Milch, Albtraum für mich, nur ein Glas zu trinken. Das ist aber nicht schlimm, Itchy. Dafür trinken wir beide erstmal ein Bierchen. Ne? Übermorgen im nächsten Party Live. Ich muss da echt nochmal, ohne Scheiß, ich muss echt nochmal für Itchy wirklich dieses Spezialformat, die sie mal abreißen. Dafür sagen, nein, wir machen nicht Druckbunker, wir machen wirklich mal am Anfang nur Techno-Trends, soweit eben elektronische Musik und Jassim. Ne? Hier, Itchy, guck mal. Was mir ne, Odin und Aquarius gesponsert haben. Butzgutsch. Oh ja, das wird geil. Ja, denn übermorgen holen wir den Irish Pub auch zu euch ins Wohnzimmer. So sieht's aus. So. Ah, klasse. Hab ich überhaupt noch Whisky? Ja, für 3 Mischen wird er noch reichen. Ne? Aquarius, Pülleken hier wird noch reichen für 2-3 Mischen. Geht schon klar. Klipper, klipper. Ah, geil, Party on. Ja, morgen erstmal Metal-Nacht und dann Samstag bin ich dann wieder da. Ganz regulär für euch wieder da. Kommende Woche haben wir den Motto-Party 90er, 2000er. Das kann alles sein. Eurodance, Trance, Techno, Hip-Hop, Kaspar, scheißegal, sowas. So, und ich wollte aber jetzt wirklich noch gerade in der kalten Jahreszeit halt auch mal wirklich mal so ein Techno-Format machen. Ich hab dich nicht vergessen. Würde ich geil finden, ne? Mal ein bisschen abschägen. Lebensmittelsonderposten.de. Danke, Fuchs. Da sparst du weit mehr als bei Motatoes.
klingt wie komisch. Mutatus. Disney, Netflix und Amazon. Achten. Ach, Quatsch, jetzt wird gesoffen! Genau. Vermehrt darauf, dass ihre Produktionen, Serien oder Filme möglichst divers besetzt sind. Sprich, wenn man einen Cast von 30 Menschen hat, dann schaut man, dass da auch genügend Frauen bei sind. Genügend Menschen unterschiedlicher ethnischer. Na, da kommst du halt später, ne? Mensch, Odin, Keule, ich bin da die halbe Nacht da, ne? Ich bin doch die halbe Nacht da. Also vor 2, 3 sag ich hier bestimmt nicht Metal auf. Also das wird schon wieder ein bisschen gehen. Von daher, ich bin da, wisst ihr, ich bin da reflexibel. Vielleicht mag ich auch schon nicht länger. Je nachdem. Das kommt immer auf meinen Pegel an, auf die Stimmung, auf die Laune. Haben die Leute noch Bock? Ja, nein. Soll ich noch ein paar spielen? Ja, nein. Das Übliche. Ne? Herkünfte, sexuelle Orientierungen oder auch Menschen mit Behinderungen. Das an sich wirkt ja erstmal wie eine noble Geste. Also ich bin auch total dafür, dass wir in den Medien, ja wie soll ich sagen, zumindest die Realität abbilden. Also es gibt nun mal all diese unterschiedlichen Menschen auf unserem Planeten und es wäre ja doof, wenn die Filmindustrie das nicht spiegeln würde. Was an dieser Political Correctness aber häufig kritisiert wird, ist, dass dieses Abbilden von verschiedenen Menschengruppen nicht auf eine organische Art und Weise passiert, sondern auf regelrecht mit Quoten, die bestimmte Merkmale betreffen, durchgedrückt wird. Egal, ob es jetzt für den Film passt oder nicht. Hier ein Beispiel. Comedian Felix Lobrecht wollte die Filmrechte an seinem Buch Finger weg von seinem Bart. Die Erfahrung musste ich am Wochenende auch machen. Sonne und Beton, das zu großen Teilen in Berliner Brennpunktbezirken spielt, ursprünglich auch Netflix anbieten. Und laut seinen Angaben ist dann das Folgende passiert. Und Netflix meinte so, ey, wir würden das gerne machen, wir müssten nur so ein paar Sachen irgendwie ändern. So, es wäre zum Beispiel sehr, sehr wichtig, dass ein paar mehr von den Kriminellen irgendwie, also die in dem Buch, in dem Film vorkommen, dass ein paar mehr davon Deutsche wären. So, also die wollten so, die wollten Neukölln politisch korrekt machen. Weißt du, was ich meinte? Na, der Zug, der ist wohl abgefahren, oder was? Ey, was ein Scheißdreck. Also die wollten so einfach so meine Jugend irgendwie so machen, dass es so in ihren politischen Film so reinpasst. Und dann, und das... Was? Hey, ich hab gerade was Passendes in Gabeln? Gabeln? Gabba. Sie hinter der Kern, really be hilarious sometimes. In Netflix Original Series Hitler... Ach du Scheiße! Was dat denn, ey? Na, jetzt geht's ja los. Discord. Ja, Itchy, ich hab schon gesehen. Danke, Alter. Denke ich mir nicht aus, Tommy. Bei der Szene am Anfang, wo Lukas und seine Freunde im Park irgendwie Gras kaufen wollen und an dieser Araber-Gang vorbeikommen und sich dann mit den Streiten auf die Schnauze kriegen, Netflix meinte, ey, das habe ich mir nicht ausgedacht. Netflix meinte, ey, wäre es nicht geil, wenn diese Drogendealer da im Park am Anfang, wenn es nicht so arabische Jungs wären, sondern wenn es so eine deutsche lesbische Mädchengang wäre? Ja, natürlich. Oh Gott. Merkt ihr gerade auch so, wie eure Hirnzellen langsam absterben bei so viel Doofheit? Okay, wo sind wir denn in der Welt hingekommen, frage ich mich manchmal. Wo sind wir gelandet? Dass immer alles irgendwie so woke und korrekt sein muss und wie du kritisierst das oder ne, von wegen, der könnte diskriminiert werden oder Gott. Und das haben die ernst, also es ist nicht ausgedacht. Was hier für Außenstehende sehr absurd klingt, ist in der Realität aber gar nicht so absurd. Also die Amazon Studios beispielsweise halten sich an ein sogenanntes Inclusion Playbook, in welchem unter anderem geraten wird, beim Casting besonders auf die Hautfarbe der Schauspieler zu achten. Oh Gott, wo ist meine Möwenmafia? Um dabei zum Beispiel zu vermeiden, dass die Bösewichte einer Story hauptsächlich schwarz sind. Weil Schwarze eben nicht so viel als Bösewichte dargestellt werden sollten. Und ja, ich verstehe die Idee dahinter. Es gibt mir aber trotzdem sehr ungute Vibes. Also wenn ihr dieses Gesamt... Ja, weil du auf jeder Seite schwarze Schafe hast. Das kann ein Weißer sein, ein Schwarzer, ein Gelber, ein Grüner, ein Roter, scheiße, ja. Weißt du, das ist doch nicht nur vom Wegen... Dieses einseitige Denken, du hast ja auf allen Ebenen irgendwo so, aber das dann, wie gesagt, irgendwie wieder politisch korrekt zu machen, so das von wegen so, ja, der böse, böse Schwarze oder so, das ist halt,
Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wenn du unser Playbook durchliest, dann versteht ihr vielleicht eher, was ich meine. Hier wird sich halt unter anderem extrem auf Ethnizität fokussiert. Im Sinne von, ja, also wenn du ein Inder castest, dann darf der auch nur einen Inder spielen. Wenn er einen Pakistani spielen soll, dann nur, wenn es eine kleinere, unwichtige Rolle ist. Hehe, Ranjit, hallo. Ich bin Taxifahrer in Bangkok. Quatsch, nee. Ach, ich nur wieder, wirklich. Mein Hirn käst. Fuck woke, grow a pair, face problems, suck it up, move on, do something, make the world better. Könnte man tun, Itchy. Könnte man, ne? Aber da ja, wie gesagt, ein Zusammengehen unterhalb der Menschen nicht möglich ist, in dem Sinne, ja, sind wir ihr Arsch. Wir sind hammerhart gefickt, Mann. Deswegen, ne, versinkt gerade alles so ein bisschen, so ein ganz klitzekleines bisschen in Anarchie. Und ich rede nicht nur von der Filmindustrie oder anderen Branchen, ich rede wirklich von der Welt im Allgemeinen. Ich gröle gerade noch ab über die drogenverkaufende lesbische Mädchengänge in Neukölln. Ja, klar. Ich wollte es eigentlich gerade nicht so zum Thema machen, aber innerlich. Ich sage nur die Palästina-Demos. Ich denke, mehr muss ich nicht sagen. Also die von euch, die unter anderem auf TikTok unterwegs sind und die letzten Wochen mal reingeguckt haben, was da so lose war. Tja. Aber wenn ein Charakter einen bestimmten ethnischen Background hat, dann muss der Schauspieler exakt den gleichen Background haben. Und ich weiß nicht warum, aber für mich wirkt... Stimmt, das heißt, wenn es über mich eine Filmbiografie gibt oder irgendwie so ein Biopic, dann darf meine Figur oder mich selber auch noch jemand spielen, der auch recht mager ist. Halt Berliner Schnauze, einen Topdeckel auf dem Kopf hat und Scheiße quatscht. Ja, ne? Nur so daftet. Das. Auch wenn es natürlich das Gegenteil sein will, das ist mir klar. Trotzdem, auf eine Art und Weise. Und dabei wissen wir doch alle, dass der Einzige, der mich spielen kann, Dwayne The Rock Johnson ist, ja? Also von daher. So ein bisschen slightly rassistisch. Denn schauen wir uns doch mal die Realität an. Wir wollen doch, dass verschiedene Kulturen, verschiedene Ethnizitäten zusammen miteinander leben und sich verstehen, sich gegenseitig inspirieren und auch, ja, vermischen. Also ich denke jetzt zum Beispiel an eine Person, deren Vater halb indisch und halb malaiisch ist und deren Mutter halb türkisch, halb italienisch. Muss die jetzt in ein bestimmtes Klassenprofil eingeklustert werden, damit man in Zukunft überhaupt weiß, wen die noch spielen darf? Das ist doch das Gegenteil von Inklusion und Diversität. Mhm. Auch so ein Thema, was oft diskutiert wird, Transpersonen sollten doch bitte auch von Transpersonen gespielt werden, was natürlich für mich auch erstmal Sinn macht und was ich total begrüße. Da gab es aber auch eine riesige Diskussion um einen Film mit Felicity Huffman, wo das eben nicht passiert ist. Aber die Frage, die man natürlich hier auch mal auf der Metaebene stellen könnte, okay, wenn jetzt Transpersonen nur noch von Transpersonen gespielt werden dürfen, dürfen dann auch Cis-Frauen nur noch von Cis-Frauen gespielt werden? Das wäre ja zum Beispiel... Was sind denn bitte schön Cis-Frauen? Also Trans ist mir ja bekannt, ne? Aber Cis? Ziste? Hör mal, Generation Z versus Boomer, wer ist schuld am Fachkräftemangel? Deutschland kriegt die Krise, es herrscht Fach- und Arbeitskräftemangel bei so manchen Arbeitgebern. Kurz und knapp kann ich sofort abhandeln. Dann bezahlt die Leute anständig, dann haben wir die Probleme auch nicht. Ne? Dann stellt die Leute einfach ein und dann... Oh Gott. Oder wollen wir da auch mal gleich hingucken? Ich weiß, ist schon ein brandheißes Thema, aber... Ganz doof. Für Transfrauen. Und wo führt das hin? Also, in diesem Playbook wird sich jetzt nur auf Geschlecht... Hä? Cleo, Bela und deine Frau sind Cis-Frauen. Erklär mir doch mal den Begriff. CIS, Navy CIS. Was heißt das? Cis-Frauen. Gott, ich lerne hier Begriffe durch mein Tool als Streamer. Oh Gott, Junge. Ja, knallen die Löffel weg, ey. Echt Sexualität, Ethnizität und Hautfarbe fokussiert. Kriminell. Was? Ja, keine Ahnung, depressiven Menschen in einem Film. Dürfen die nur von Menschen gespielt werden, die auch schon eine echte Depression hatten? Weil eine Depression ist ja auch eine Sache, die man sich jetzt nicht aussucht. Also wenn ich mich da so ein bisschen rausziehe und eine Überlegung tätige, dann ist meiner Ansicht nach die Kunst am Schauspiel... Wer hat sich denn diesen Scheiß ausgedacht? Und natürlich, nur um das nochmal zu betonen und vielleicht auch an einem Beispiel zu demonstrieren, natürlich ist mir klar, dass wenn man jetzt ein Biopic über Obama macht, dass man dann nicht Tom Cruise
besetzt. Aber es sollte doch einen gewissen Spielraum geben, was Ethnizität, sexuelle Orientierung etc. angeht. Muss man jetzt für Obama einen heterosexuellen, männlichen Schauspieler finden, dessen Vater Kenianer war und dessen Mutter irische und deutsche Wurzeln hat? Oder kann man vielleicht auch einfach einen Mann nehmen, der Obama brutal ähnlich sieht, aber, keine Ahnung, nigerianische Wurzeln in der Familie hat, zusätzlich vielleicht noch homosexuell ist und vielleicht auch einfach ein Transmann, I don't know, aber eben brutal gut schauspielert. Weil das eigentlich beim Schauspielern ja komplett egal sein sollte, was diese Person privat macht, solange sie die Rolle gut rüberbringt. Und deswegen, ganz kurz an die ganzen Wutbürger, die sich vielleicht schon über dieses Videothema hier freuen, ist es mir persönlich auch komplett egal, wenn ein, ja, ursprünglich mal deutsches Schneewittchen von einer Latina-Schauspielerin gespielt wird. Oder wenn eine aus dem dänischen Märchen stammende Meerjungfrau von einer schwarzen Person gespielt wird. Das ist nämlich logisch stringent, wenn man jetzt meine Argumentation anguckt. Ich finde, die passen toll in die Rollen. Man sollte sich nicht so hart auf Ethnizität fokussieren. Und das war's. Es ist mir scheißegal. Wobei, es ist mir nicht komplett scheißegal, weil mir Disneys Intention, die ich dahinter vermute, nicht wunderlich, guck mal nebenbei noch nach meinen Videos. Und dazu kommen wir jetzt. Wenn Woke-Washing nach hinten losgeht, ich persönlich denke, dass Disney... Wo ist Lexi, wenn man sie braucht? Nee, und andere Konzerne in den letzten Jahren ganz bewusstes Woke-Washing betreiben. Das heißt, sie versuchen Filme sehr divers nach äußeren Merkmalen zu besetzen, um eben in der Öffentlichkeit als fortschrittlicher, woker Konzern dazustehen. Im Hintergrund, das, was man auf den ersten Blick nicht sieht, stehen sie aber, ja, für mich persönlich quasi für das Gegenteil. Ich sag nur Sweatshops in China, grausame Arbeitsbedingungen in den Parks, Lohndumping und. Aber dazu später nochmal mehr. Jetzt könnte man ja behaupten, schön und gut, aber ist doch egal, aus welchen Intentionen diese Konzerne das machen. Hauptsache, die Filmbranche wird diverser. Naja, nicht ganz. Denn ich behaupte, und das ist erstmal nur eine These, durch die Art, wie einige Filmkonzerne das machen, schaden sie am Ende der Inklusion und Diversität. Es gibt nämlich zwei Besetzungsstrategien für mehr Diversität, die ich ausgemacht habe. Schaden, denke ich, statt Menschen machen ihren Taten zu bewerten. Fuck, woke. So wieder da, musst du kurz meine Tastatur retten. Hast du was verschüttet? Schubladendenken ist gemeint. WB, warum das was ausgelaufen oder Katze? Wahrscheinlich beides. Cat Attack! Ich brauch für Cleo echt so einen Button, ne? In meinem OS so. Cat Attack! Aber die immer wieder nach hinten losgehen. Nope, ich bin schuld. Okay. Und trotzdem. Ich ruder zurück. Cleo Attack. Immer wieder forciert werden. Sei es aus Unwissenheit, aus fehlender Reflexion oder aus bösen Absichten. Ich weiß es wirklich nicht. Aber es wirkt auf mich fast schon zynisch von diesen großen Filmkonzernen. Mhm. Ich erkläre euch jetzt diese zwei Besetzungsstrategien anhand einiger Beispiele und erkläre aber auch, wie man es besser macht. Erstens, Umbesetzung bereits etablierter Rollen. Wir erleben in den letzten Jahren sehr häufig das Phänomen, dass bereits etablierte Rollen durch diversere Charaktere ersetzt werden. Das kann sowas sein, wie dass Ariel jetzt schwarz ist, dass die Ghostbusters jetzt... Nein, bitte öffnet nicht diese Büchse. Ich habe mich heute noch gefreut über den neuen Trailer. Ne? Cat Attack, passt Cleo, ist schuld. oh Gott, bevor ich jetzt hier was Falsches sage, der Name, aber ich habe den Trailer heute selber neu gesehen und ich finde es auch geil, dass das wieder Dan Aykroyd, Ernie Hudson und Bill Murray vor allem wieder mit dabei sind. So, ne? Und ich als alter Ghostbuster-Fan, das ist geil. Kommt zwar leider nicht mehr dieses Jahr raus, aber The War Within, a North Cinematic World of Warcraft. Habe ich da was verpasst? Gibt einen neuen WoW-Film oder was ist denn hier? So, wartet. Ich hab's gleich. Gott, was die hier alle Trends nennen, das ist das Trends im Himmel. Minecraft, Bodybuilder reagiert auf Fußballer mit Markus Rühl. Genau, Ghostbusters Frozen Empire. Genau, so heißt der.
dieser Bildschirm mega gehypt drauf. So, und hör auf, ich hatte so eine schöne Kindheit mit Ariel und Ghostbusters. Ja, Ghostbusters, ne, 1, 2, mega. Und dann kam eben 2016 dieser Versuch mit den Weibern und war ein Schlag in die Fresse. Das möchte ich einfach nur ganz schnell vergessen. Dafür brachte mich dann Ghostbusters Legacy zum Heulen. Ne, wo dann der Film halt ausklingt mit von wegen vor Harold. Ne, also da hat es mich krass aus den Socken gehauen. Da habe ich wirklich, doch, ich habe geheult. Da konnte ich nicht zurückhalten. Frauen sind oder dass Robin Hood jetzt eine schwarze Frau ist. Da kannst du mal sehen, wie bescheuert die Leute sind, ey. Nochmal, ne? Mir persönlich ist es egal. Ich habe eben schon gesagt, ich bin diesbezüglich eigentlich super liberal eingestellt. Aber es ist logisch nicht stringent. Ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, das muss ich hier zugeben, ob sich Disney auch an so eine Art Inclusion-Playbook hält. Da sind die nicht so transparent. Aber gehen wir jetzt mal für das Beispiel davon aus, ja, das wäre so. Ist, man kann nicht super. Zum einen darauf bestehen, dass Rollen mit gewissen Ethnizitäten von den gleichen Ethnizitäten gespielt werden, dann aber ein deutsches Volksmärchen nehmen und nach hunderten Jahren eine Latina besetzen. Also man muss sich schon für eins entscheiden. Ne? Entweder man macht es so wie ich und sagt, ey, es ist scheißegal, welche Ethnizität jemand hat, solange er gut in die Rolle passt. Ach, Quatsch, jetzt wird gesoffen! Oder man sagt, es ist eben wichtig, Ethnizitäten gleichzulassen, dann muss das aber auch für alle gelten. Wenn man das nämlich nicht konsequent durchführt, dann ist es keine Logik mehr, dann ist es Ideologie. Und egal, wie ihr jetzt dazu steht, aber es ist doch eigentlich offensichtlich, nee, ich hoffe, das versteht ihr, natürlich verärgert man zum Beispiel einen Teil der rothaarigen Community, wenn ihnen auf einmal die einzige rothaarige Disney-Prinzessin genommen wird, in dicken Anführungszeichen. Mm. Und so spielt man, ob man es will oder nicht. Also egal, ob man das jetzt für egal und progressiv hält oder auch nicht, zwangsläufig Menschengruppen gegeneinander aus, wenn man eben etablierte und geliebte Rollen ersetzt. Also stellt euch mal vor, das ist ja das Grundprinzip von Vogue sein. Da haben wir doch wieder. Das ist doch das Grundprinzip. Das ist doch hier wollt. Und ist, wie gesagt, Fuchsi hatte schon mal Fuchsi hat so oft gesagt im Live, dass dieser ganze Vogue-Irrsinn brandgefährlich ist und weggehört. Genauso wie diese Gender, ne? Sie hat's gesagt, sie wird genommen. Da ist er wieder. Cat Attack! Disneys Küss den Frosch würde jetzt eine Realverfilmung bekommen. Ah, scheiße, mein Froschbutton ist weg. Oder? Habe ich den noch? Warte mal. Konnte ich den retten? Nee, ne? Den muss ich wieder neu machen. Ah, Frosch. Ditten konnte ich retten. Gucken, was du so machst. Scheiße konnte ich noch retten. Jürgen konnte ich retten. Schüttel den Rochen. Rudi, die Möwenmafia und dang. Und den Rest habe ich nicht mehr. Muss ich alles neu machen. Ah, manchmal ist Technik echt zum Kotzen, ey. Wirklich echt ein Graus. Tom. Und da würde man statt einer schwarzen Schauspielerin eine, ja, eben weiße, rothaarige Person besetzen. Zum einen würde ich behaupten, dass Disney das so rum vermutlich nicht machen würde. Aber wenn sie es täten, dann wäre der Aufschrei ja auch riesig. Die Lösung sollte also meines Erachtens sein, wenn man eine gewisse ethnische Gruppe, eine Sexualität und so weiter mehr repräsentieren will, neue Märchen, neue Geschichten und neue Filme zu schaffen. Glaubst du daran? Wenn er wirklich zu diesem Deal kommt, dass Star Wars wieder dit wird, was das mal war? Ich weiß nicht, heutzutage ist in der Filmindustrie alles möglich und alles irgendwie machbar und viel Effekthascherei und mir fehlt der Charme. Also das ist auch der Grund, ich weiß nicht, ob ich mir zum Beispiel wirklich ein Zurück in die Zukunft 4 wünschen würde, nur das Beispiel, oder wisst ihr, meine, manche Dinge sollte man so lassen, wie sie sind, und dann ist es doch gut und nicht noch weiter melken, bis sie mal brechen, und da tun sie ja mit Star Wars, ne, bis es nicht mehr geht. Und das funktioniert und das wird auch ganz viel gemacht. Andere Franchises. Nicht so, als ob das irgendwie nicht geht. Franchises? Oder kein Geld einbringt. Im Gegenteil. Ja. Ich habe vor ein paar Tagen Black Panther geguckt. Wie genial, aber auch finanziell erfolgreich war dieser Film? Habe ich mir nicht angeguckt, weil er mich nicht abgeholt hat. Ich liebe Marvel, aber Black Panther gibt mir null. Gibt mir nichts. Ich fand ihn auch persönlich, wie gesagt, in den in der ersten Phase da, ne, also so, wenn du so willst, erste, zweite, dritte Phase, fand ich irgendwie so, ich bin Kim Black Panther Fan nie gewesen. Krieger Tiger, grüß dich.
Ich weiß auch nichts, aber eins weiß ich, dass ich hier gerade hier bin. Ach, ja, unter Löhle. Hey, Kriegertiger, wie geht's dir? Mein Kumpel. Ganz wie früher wird's nie werden, denn inzwischen haben sie gute Technik und alles, dass sie immer weniger in die Story investieren. Genau. Und das passiert ja auch mit der Videospielbranche genau dasselbe. Wir haben richtig geile, over-the-top, auf Hochglanz polierte 4- bis 8K-Titel, wo du denkst sowieso, boah, das ist schon krass. Und wenn ihr euch mal anguckt, was die Unreal Engine 5 leisten kann, ey, da bleibt die Spucke weg. Aber was bringt mir denn, sag mal, ein gutes Konstrukt oder eben eine gute Hülle, wenn eben der Kern nicht taugt, also eben ne, also die Basis. Ja, und deswegen komme ich auch immer wieder mittlerweile zurück zum Retro-Gaming. Deswegen bin ich auf den Trichter gekommen mit dem Pau-Kiddy, mit dem Ambenic Handheld, den ich von Aquarius geschenkt bekommen habe. Retro geht immer. Ach ja, soweit so gut. Klingt aber nicht so gut. Hast du gerade Stress? Wenn ja, red mit mich. Ich bin ja heute, wie gesagt, ich bin ja heute spontan angekommen, weil Fuxi auf mich verzichten wollte. Und man mir sagte, du wirst immer vermisst, Devil. Oh, Mann. Wisst ihr, das ist halt, warte. Es ist halt immer schön, vermisst zu werden. Wisst ihr, wie ich meine? Das hat schon was für sich, ne? Wenn man einfach so da sitzt auf seinem Arsch und einfach mal für mich grasen lassen will, aber die Leute ohne einen nicht leben können. Das ist wirklich fein. Ich meine, immerhin begleiten mich ja manche schon, wie gesagt, fast. So, okay. Ups. Nee, nicht meine böse Kluft. Die muss ich erst morgen anziehen. Wo war ich jetzt? So. Okay. Vergiss es. Die Vergangenheit stirbt endgültig. Die KI wird Kulturenerhaltung verhindern. Alles wird neu, bis alles vergessen wurde. Du wolltest im Kreis wechseln und ich sagte nur, mach, was du essen kannst. Jetzt? Schau doch mal den Unterschied allein zwischen Steiner und das Essen, du kreuzt Teil 1 und 2 an. Da sind nur knapp 6 Jahre zwischen. In Teil 2 Bildeffekte weit besser, aber Story für die Tonne. Habe ich nie gesehen. Also, gucken mir viel, Dokus, wenn es hochkommt. Ja, Kriegsdokus ab und zu mal, aber ansonsten so groß Kriegsfilme eher weniger. Der Soldat James Ryan zum Beispiel. Das ist cool. Und da hat sich auch niemand beschwert, dass alle Charaktere oder der Großteil der Charaktere schwarz ist. Wieso auch? Also es wird ja niemandem überhaupt irgendwo was weggenommen. Es wird ja. Echt? Sagst du Diablo 4? Ich bin damit durch erstmal. Ich habe einen Durchlauf gemacht und danach, wie gesagt, war dann so ein bisschen meh. Trotzdem weiß ich zu schätzen, dass mir unsere Bela das dazukommen lassen. Das hatte ich auch in Ehren. Aber jetzt für den Moment bin ich gerade damit ein bisschen fertig. Und außerdem ist ja mein PC abgerucht. Das heißt, ich müsste doch das wieder installieren erstmal. So eine verfickte Scheiße nochmal. Ja, ich hab verfickte Scheiße gesagt. So, YouTube, jetzt bann mein Video weg, etc. Einfach nur ganz viel dazugegeben. Es wird bereichert. Moana, auch geniales Beispiel. Ein hat Maxi geliebt. Liebt er immer noch den Film. Und ich selber, ich hab, die Krabbe, Tamator, ne, von wegen, ich bin glänzend. Daraus habe ich eben eine Abwandlung gemacht. Und zwar, ich habe darüber einen Song geschrieben, von wegen so, du bist ätzend. Mit Psycho Circus damals noch, das war geil. Ultra erfolgreich. Ach ja, siehst du? Wo ich gerade davon spreche. Ihr braucht mich auf Facebook nicht mehr suchen. Hat sich erledigt, ich muss mir ein neues Profil machen. Mein altes Profil ist offiziell gegessen. Also Gabriel Black in dem Sinne ist de facto tot. Weil Facebook es nicht zulässt, mein Passwort zurückzusetzen. Weil die auch keine Alternativen anbieten, von wegen so, wir können dir einen Code auf deine Telefonnummer mit Endung 57 senden. Die Nummer ist schon seit Jahren eingemottet und das Telefon habe ich auch nicht mehr. Facebook, generell Meta, ist für einen Arsch. Also, Mark Zuckerberg, stick this up your ass. Also wirklich, was ein Wichser. Bist so, oh, Facebook, connecting people und so ein Scheiß. Ja, sehe ich, wenn du nicht mehr in der beschissenen Lage bist, dein Scheiß Profil zu recovern. Ja, also wirklich, danke für nix. Meine Leute, die mir da auf meinen Bandseiten folgen, die werden sich bedanken. Oh Gott. Die werden blöd kicken, wenn auf Bandcamp irgendwelche Neuerscheinungen kommen. Aber ich kann sie eben auf Facebook bei meinen anderen knapp 600 bis 700 Leuten nicht ansagen. Dumm gelaufen. Sam, Peking Park, konnichiwa, als Regie, hat Dr. Eint in Epoch gemacht. Warum rede ich eigentlich so? Und Teil 2 andere Regie und die besten Schauspieler setzt. Das liebe ich ja auch da. Das ist ja wie mit den Ghostbusters, ne? Das mit dem Fuck ist bei dem Thema sowieso nicht zu verhindern. Itchy, du kennst mich doch. Ihr könnt hier fluchen bei mir.
Ich fluche, ihr flucht, er sie es flucht, wir alle sie fluchen. Mir ja, scheiße, ja. Weißt du, dafür bin ich doch bekannt. Ja, dass man bei Video TV auch mal so, ne, sich mal Luft machen kann. Alles gut. Über das, was wir hier sehen. Ne? Ansonsten wisst ihr ja, ne, respektiert die Mods, respektiert die Regeln und da stehen sie nicht umsonst. Ne? Wisst ihr Bescheid. Ansonsten wird jemand hammert. Ich meine nur, ich weiß, Keule. Der Film, der in Polynesien spielt. Mulan, ultra erfolgreicher Zeichentrickfilm, der in China spielt. Und auch FCK. Wenn man sich jetzt nicht auf ja, gewisse kulturelle Sachen fokussiert und einfach nur einen gemischten Cast hat. Ich denke da zum Beispiel an Brooklyn Nine-Nine. Super divers besetzt. Riesenerfolg, die Serie. Oder auch Glee, habe ich damals geliebt. Da werden sogar Themen... Kann ich dir beantworten. Geht den Bach runter. Mit Pauken und Trompeten. Deswegen... zelebriere ich auf meinem Kanal so ein bisschen mit euch, meiner Community, kleines bisschen Anarchie. Deswegen fluche ich wie ein Rohrspatz, deswegen saufen wir, deswegen machen wir das, wonach uns ist. Weil wir ja nie wissen, was morgen sein wird. Wissen wir ja nicht. Wann kommt die nächste Seuche? Wann geht der nächste Atomreaktor hoch? Wann bricht der nächste Krieg irgendwo aus? Ach, macht mich das selber wütend. Wie... Homosexualität, Querschnittslähmung, Stottern, ganz explizit thematisiert. Auch ein Riesenerfolg mit einem ja, sehr divers besetzten Cast. Und ich könnte... Glee habe ich gehasst. Ich kann jetzt noch stundenlang weitermachen, euch noch ganz viele Beispiele aufzählen. Wenn ihr vielleicht noch gute Beispiele habt, schreibt es auch gerne in die Kommentare. Nach Cleo, Hasilein, Cat Attack. Augenauer, lieber schlafen wollen. Dann geh lieber schlafen, ne? Ist ja auch schon Ölbe. Lass uns mal demnächst mal ein bisschen sammeln hier wegen Drei Engel und so. Ich glaube, die Leute könnten mal wieder ein bisschen Girl Power hier brauchen. Auf meinem Kanal. Nach die Tio, schlaf schon und träum was Feines. Richtig. Ach so, hier. Wo bleiben meine Manieren? Schüttel den Rauch ein bisschen 2 Wochen. Richtig. Man muss also nicht alte Rollen neu besetzen. Und ich finde übrigens auch, damit macht man sich sehr, sehr einfach. Und dann halt auch Menschengruppen eventuell gegeneinander ausspielen. Das ist meines Erachtens, ja, ich finde... das. Schon fast boshaft. Man kann auch einfach geile Natürlich. Neue Geschichten erzählen. Und man muss ja auch nicht das Rad neu erfinden. Man kann diese neuen Geschichten ja an alte Geschichten anlehnen. Alles schön und gut. Und wenn man das dann geschafft hat, was ja auch ne, viele Filmkonzerne schaffen, auch diese großen in Teilen schaffen, dann... Hey, Captain Charisma, Metal in die Runde. Bin da, was verpasst? Auch nicht viel, wie gesagt, wir klucken spontan hier zusammen, labern ein bisschen, gucken gemeinsam ein bisschen was, ja, weil ich geholt worden bin. Ne? Wie Bud Spencer in sind die Mücke. Ihr habt mich geholt, ich wollte das nicht. Ist sowieso ein Wahnsinn. Aber na, jetzt bin ich hier und wir machen halt noch ein bisschen Entertainment and Show. Na, ihr wisst ja, ne? Was andere Entertainer and Show können, da kann ich schon lange, von daher. Pff. So, und morgen Abend gibt's dann Metal und übermorgen gibt's dann wieder Party. Ne? Die Nuss zum Schlucken haben wir ja da. Wir holen uns den Dancefloor-Irish-Pub dann am Samstag in unser Wohnzimmer. Gibt's noch eine... Und ich hoffe, die geht's gut, Alter. Zweite zynische Besetzungsstrategie, wie ich finde. Diverse Besetzung neuer Rollen ohne Charakter. Wir erleben in den letzten Jahren auch sehr häufig das Phänomen, dass zwar neue Rollen für mehr Diversität geschaffen werden, wie ich ja eben vorgeschlagen habe, diese aber einfach grottenschlecht geschrieben sind und deshalb den Zorn der Zuschauer auf sich ziehen. Da wäre zum Beispiel Rey, die als weibliche Protagonistin ins Star Wars Franchise eingeführt wurde. Ja. Während Luke und Anakin Skywalker beide eine sehr interessante Heldenreise durchlebten, oft an Dingen scheiterten und auch mal... Ja, Rey war godlike in 3 Filmen. Rey konnte alles. Das war auch so, wir dachten wir so, Gott, langsam wird es aber doch hart albern, oder? Fehlentscheidungen trafen, kann sie von Anfang an noch als, ja, quasi Jungspund gefühlt alles besser als jeder andere Charakter. Egal, ob es... Ja, weil sie eine Frau ist und wir Männer damit diskriminiert werden. Lasst uns doch unsere Würde, bitteschön. Meinst du, so in der näheren Zukunft, man steckt so den Kopf raus aus den Ruinen, in denen man wohnt und sagt dann so aus Spaß, riechst du das auch? Riecht wie Plutonium, hahaha. Ich will nicht hoffen. Ich wünsche es um unser aller Willen nicht. Weiß Gott nicht. Ich möchte hier kein Unheilsprophet sein oder so. Gottes Willen nicht. Nein. Ich hoffe es nicht. Ich hoffe, dass wir es nie erleben müssen. Aber wir sind an einem Scheideweg angekommen, würde ich sagen. Ne? Die Leute verblöden zunehmend. Es stellt sich zunehmend eine Leck mich am Arsch und jetzt erst recht Mentalität ein. Das habe ich auch heute gemerkt. Da kam ich nämlich von meinem Bewerbungsgespräch und ich war noch mal kurz beim Lidl.
hab mir 2 Brötchen geholt und ein Käffchen, ne, weil ne, ab und zu muss selbst ein Wieder, wenn man ein bisschen Nahrungsaufnahme betreiben, ne, schön, wollte ich ne, ein paar Brötchen mit Frühstücksfleisch und mit Marmelade so, und da waren dann Kids aus einer naheliegenden Schule, die sind darin und die haben sich dann auch da verhalten wie ein paar, ja, weiß ich nicht, wie ein paar räudige Hunde. So, und das in den Arbeiten, die Mitarbeitern von Lidl schon so weit, dass die dann auch da auf den Tisch gehauen haben. Und diese jungen Penner, die haben darauf einfach geschissen, die haben darauf gespuckt. Wie kann man sagen, wir waren auch Arschlöcher, aber mit Respekt. Wir sind nicht durch die Straßen gelaufen und haben reihenweise irgendwelche Erwachsenen abgefuckt oder so. Wir waren nachts unterwegs zum Großteil. Und haben irgendwo unser Ding abgezogen, wo uns wieder keiner gesehen hat oder so. Oder wo nicht jeder hingekommen ist. Das mal, ne, nebenbei bemerkt. Aber eben so, ditte, nehme ich wahr, generell die Jugend an sich, also wenn wir schon selbstzerstörerisch waren, dann sind die jetzigen generell, ich meine, man ruft ja auch öffentlich auf der Straße auch Pott und fixt und zieht und wisst der Geier was, ne? Das kann man schon machen, kein Problem. Und dann noch die vermehrte Wut unterhalb der Leute. Wisst ihr, wie oft ich die letzten Tage in der Zeitung gelesen habe, Deutschland in der Krise, wenn wir jetzt nicht die Kurve kriegen, Ed Sattler. Genauso jetzt wie mit ihrer neuen Reform für Abschiebung, hast du nie gesehen. Ja, da kommt 8 Jahre zu spät, guten Morgen. Jetzt ist die, wie gesagt, jetzt rollt die Maschine, nicht mehr aufzuhalten. Also es ist eine ganze Menge, ja, auch wie gesagt, unten mit Palästina und so, der Ukraine-Konflikt, Wirtschaftskrise, die handgemachte Inflation. Ich meine, um uns herum überall funktioniert es, komischerweise. Überall. Vor 2 Wochen konnte ich bei Kofland, wie gesagt, nicht mal mehr Schlagsahne kaufen, weil die streiken. Aber dazu kommen wir ja gleich noch. Zu dem Thema kommen wir gleich noch. Hab schon Wochenende, also flupp, Nussecke auf. In den nächsten 10 Jahren werden wir das Sterben von Vogue sehen, weil es in den letzten 10 Jahren ein bisschen extrem getrieben haben und wir fallen nicht zurück auf vor 10, sondern auf vor 50 oder 60 Jahren zurück. Fliegen, präzise schießen oder mit Lichtschwertern kämpfen ist. Und natürlich hassen Zuschauer solch perfekt geschriebene, alles besser könnte Mary Sues. Das ist nämlich tatsächlich der Fachbegriff für diese Art von Charaktere, ja. Die ja alles gefühlt besser können, perfekt sind und Aufgaben erheblich leicht. Naja, so anbiedernd. Wisst ihr, ich meine, ich dachte offenbar, das ist gerade euer Ernst. Die anderen haben einen Aufbau gehabt von wegen Luke, Anakin, über 3 Filme hinweg ist man mit diesen Charakteren gewachsen und das war ein Prozess. So, aber sie konnte auf Anhieb alles und das war schon so, wo ich mir dachte, okay, wo wird diese Reise hingehen? Teil 2 wurde schlimmer und Teil 3 war dann irgendwo an dem Punkt, wo ich sagte, nee, jetzt hab ich keinen Bock mehr. Ich hab ihn gesehen. Und ich hab auch verstanden, warum, weshalb sie eben Ian McDermott Darth Sidious wieder zurückgebracht haben, natürlich. Weil sie eben Leute ziehen wollten. Weil sie irgendwo versuchen wollten, den alten Charme wiederherzustellen. Ha, ging nur nicht. Leichter bewältigen als andere Charaktere, die vielleicht sogar ja eine Ausbildung haben über lange Zeit oder viel Erfahrung. Und diese Charaktere können dann ja, und besser. Han Solo und Luke so abzusavieren, das war krass. Dieses Wort gibt es auch nicht würdig. Einige in der Filmgeschichte. Naja, weitere Beispiele aus der näheren Vergangenheit, wo eben Frauen so oder so ähnlich geschrieben wurden, wären für mich persönlich zum Beispiel Galadriel aus der Ringe der Macht-Serie. Habe ich auch gesehen. Mulan aus dem Real-Verfilmungs-Remake oder Captain Marvel aus dem gleichnamigen Film. Habe ich auch nie gesehen. Ja, wo ist jetzt hier das Problem? Jetzt könnte man ja auch sagen, ja, ist doch komplett wurscht. Aber ich habe das Gefühl, dass Filmstudios, gerade wenn sie Frauenrollen schreiben, es eben irgendwie gut meinen und darauf achten wollen, dass die eben unbedingt mit den Männern mithalten können. Was ja auch erstmal, ne, ein nobler Gedanke ist. Aber deshalb wird oft vermieden, diesen Frauen überhaupt schlechte Eigenschaften oder Fehler zu geben. Und das macht die dann eben zu solchen Unsympathen. Dabei ist in der Realität ja. Und im Leben und in unserer Welt ja eigentlich genau das, was einer... Muss es aber schön sagen, Leute. Morgen früh geht für mich meine Realität weiter und ich sehe Pflicht als wichtig an. Ich wünsche euch eine gute. Wie dir auch, Itchy. Schlaf schön. Ne, Brudi, wie gesagt, du findest mich morgen übermorgen wieder hier, ne, zur selben Zeit. Wenn ich doch wieder mein PC irgendwie spontan abrauchen sollte oder 1&1 wieder hated. Einer Rolle oder einem Charakter Tiefe und Charakter gibt und den am Ende zu einer Ikone macht. Also keiner mag glatt geschliffene, perfekte Superhelden, sondern es Eben. Ist ja das
Krasse an der Story, wenn jemand wächst. Die Lösung sollte also meines Erachtens sein, Frauenrollen zu schreiben, die ja, realistischer sind, ist jetzt vielleicht das falsche Wort, aber die eine Heldenreise durchleben, hart trainieren, vielleicht einen Mentor oder eine Mentorin haben, die besser sind als sie. Frauenrollen, die auch mal vielleicht einen Fehler machen, Rückschläge erleiden und aber gerade deshalb, eben weil sie das alles erleben und das sie stark macht, am Ende zu diesen krassen Powerfrauen oder Kampfmaschinen oder whatever werden. Wenn man diese coolen Stories den Männern gibt, dann muss man die bitte auch den Frauen geben und die Frauen nicht irgendwie so wie so eine flache Person darstellen, die auf einmal alles besser kann. Auch dafür gibt es positive und sehr erfolgreiche Beispiele in der Filmgeschichte. Beatrix Kiddo, die Protagonistin aus Kill Bill zum Beispiel, der Inbegriff einer Heldenreise. Dr. Louise Banks aus Arrival, Ellen Ripley aus Alien, Katniss Everdeen aus Die Tribute von Panem, in den Büchern übrigens noch mehr als in den Filmen, oder aber auch Anna und Elsa aus Frozen, ganz schnell zum erfolgreichsten Animationsfilm aller Zeiten geworden. Ja, warum? Weil man hier zwei starke Frauen in der Hauptrolle hat, die auch mal scheitern, auch Fehler machen, die aber keinen Prinz brauchen und am Ende, ja, durch Geschwister, Liebe und Zusammenhalt zu ihrem Ziel kommen. Und euch fallen auch bestimmt hier wieder noch mehr coole Beispiele ein. Das sind alles ganz, ganz tolle Beispiele für charakterstarke Frauenrollen, die eben gerade deshalb so geliebt und gefeiert werden, weil sie echte Helden sind. Und meines Erachtens bringt das Frauen in der Gesellschaft auch mehr als ja, flach geschriebene Charaktere, die dann irgendwie noch den Zorn auf sich ziehen. Vielleicht versteht ihr jetzt, warum ich hoffe, dass ja, große Filmkonzerne diese beiden Besetzungsstrategien in Zukunft eben vermeiden, weil sie damit den Menschengruppen, die sie eigentlich besser repräsentieren wollen, einfach einen Bärendienst erweisen. Und somit, ja, fast schon wieder, und das ist nur eine Meinung von mir, aber meiner Ansicht nach, gerade als Frau, irgendwie sexistisch und diskriminierend sind, obwohl... Jasmin, hey! Na, alles gut? Und einen sehr starken Schneemann. Ich finde die cool... Unter uns, ich finde generell Olaf... ist der Beste in dem Film. Der Rest kümmert mich ja nicht. Ich mag generell auch diese ganze Singe und diese... Nein, kann ich nicht ab. Das hat mir nicht übertrieben. Habe ich euch ja schon mal erzählt, wie ich die Dinge sehe, ne? Erstmal ist der Film richtig lustig und alle singen. So, dann ist mit ihr mal ganz so düster, dann kommt der Bösewicht und dann wird es richtig, richtig ernst. Dann irgendwann hast du so ein bisschen Hoffnung drin, dann verreckt irgendwer, dann sind alle ganz so traurig und du denkst irgendwie so, kann ich schon mal kommen? Und am Ende stehen alle wieder auf und tanzen im Kreis. Und ja, ist ja halb so wild. Ah, die Welt ist kunterbunt. Und dann... Den Kiefer komplett entzündet. Ach du Scheiße. Dann gute Besserung dir. Devil, die alten Star Wars Filme, wo das Ganze nach dem uralten Helden-Epos-Konzept der Elias und Odysseus Geschichte angelegt. Das Konzept wurde seit Jahrhunderten genutzt. Beginn der Reise und Verlust des Herold. Sturz des Helden und Resignation. Rückkehr und Sieg aus dem Versagen heraus. Das ist der klassische Weg. Und heute hat man sich davon entfernt, was Jahrtausende funzte. Tja, das kann für die einen gut sein, für die anderen schlecht. Mal so, ne? Aber kann ich das schon verstehen? Sie ja ursprünglich das Gegenteil sein wollten. Das Gute ist aber, und das sei nebenbei gesagt, dass eigentlich alles schnurzpiep egal ist. Denn egal, ob ihr Disney jetzt zum Beispiel für seine vermeintliche Political Correctness liebt oder verabscheut, nicht nur Disney. Ihr alle hättet einen Grund, Disney zu kritisieren. Das wahre Problem hinter Disney. Mein YouTube-Kollege Imp hat zu diesem Thema ein sehr ausführliches und sau interessantes... Imp? Imp ist der Beste. Imp ist der Beste. ...das Video gemacht. Und weil er sich in diesem Video beschwert, dass ja diese Seite irgendwie nur sehr selten von Menschen mit großer Reichweite oder großen Plattformen beleuchtet wird, reise ich das Thema hier auch nochmal ganz kurz an. Aber alle Credits aus diesem Part gehen an ihn. Schaut euch auch unbedingt noch sein ganzes Video an, wenn euch das tiefer interessiert. Es ist auch sehr lustig und kurzweilig gemacht. Ich nenne euch mal ein paar meiner Negativ-Highlights. Laut Imps Recherchen soll Disney seine Disneyland-Park-Mitarbeiter nicht wirklich gut behandeln. So haben erst vor 2 Jahren... Guck mal auf Deutschland, also wir werden ja auch nicht gut behandelt auf der Arbeit oder so. Das fängt beim kleinsten Tellerwäsche an, wie du bei McDonald's bis zu dem, der eine LKW fährt oder auf dem Bau, Straßenbau knippelt oder so.
Attacke, heulen. Die dürfen mir nicht mal Schmerzspritze geben, so schlimm ist es. Was hast du denn gemacht, sag mal? Ja, ich meine, ich bin ja nur dem, dem ist umgerannt. Ich hab am 4.12. nächstes Mal Zahnarzt. Was muss. 25.000 Mitarbeiter Disney wegen zu niedriger Löhne verklagt. Denn selbst jahrelange Parkmitarbeiter bekämen nur etwas mehr als Mindestlohn, was in Kalifornien eben kaum reicht, um sich überhaupt genügend Essen oder ein eigenes Dach über dem Kopf zu finanzieren. Klingt für mich nach Deutschland 2023, Mann, Frau, zwei Kinder, beide arbeitstätig, beide auf dem ersten Arbeitsmarkt, verdienen, you knatter, reicht trotzdem nicht, ist genau dasselbe. So haben in einer Umfrage von 2018 11% der etwa 5000 befragten Disneyland-Mitarbeiter angegeben, dass sie in den letzten 2 Jahren Obdachlosigkeit erlebt hatten, während sie für das Disneyland arbeiteten. Inflation? Wenn Arbeit obdachlos macht, musst du mal reinziehen, aber wirklich. Jetzt bereinigt sind die Löhne sogar seit dem Jahr 2000 gesunken. Und das, während Disney selbst dicke Gewinne eingefahren hat. Aber hey, immerhin dürfen Disney-Mitarbeiter seit 2001 ihre eigenen Unterhosen und Unterziehsachen unter den Kostümen tragen. Das war vorher nämlich nicht so. Und auch Sweatshops in Asien für die Herstellung dieser unzähligen Disney-Merch-Artikel sind immer wieder in der Kritik. Von angeblicher Kinderarbeit über massive Überstunden, niedrigste Löhne und sogar einem Selbstmord in einer der Fabriken wird da alles diskutiert. Und ich könnte euch jetzt noch über die komischen Umstände erzählen, unter denen die Realverfilmung Mulan in China gedreht wurde. Oder wie vor einigen Jahren Disney-Mitarbeiter geklagt haben, weil sie laut eigenen Angaben sukzessive durch massiv günstigere ausländische Mitarbeiter mit H1B-Visa ausgetauscht wurden. Stichwort Lohndumping etc. Aber guckt euch dazu bitte, wie gesagt, das Video von Imp an. Da gibt es noch mehr Fälle, wo einem einfach nur der Mund offen stehen bleibt. So, und wenn ihr bis hierhin dran geblieben seid, dann seid ihr vermutlich richtige Filmenthusiasten und ich kann euch noch ganz kurz ein Projekt in eigener Sache vorstellen, was ich in den letzten Wochen mit einem Kollegen gestartet habe. Ich habe nämlich, auch wenn wir gerade über Peter Dinklage geredet haben, noch nie in meinem Leben Game of Thrones geschaut, mache das jetzt aber das erste Mal und diskutiere immer, wenn ich 2 Folgen geschaut habe, in unserem gemeinsamen Podcast, der das erste Mal in Westeros heißt, mit Tim, meinem Kollegen, über... Kein Plan, abends schlafen gegangen, war nix und bin auf einmal wach geworden vor Schmerzen. Dann habe ich im Spiegel gesehen, dass ich aussehe wie ein Hamster. War dann Zahnarzt und der hat gesagt, lieber Mann, das ist übel entzündet aus. Brutal starkes Antibiotika nehmen, 3 Mal am Tag. Ich muss morgen nochmal ins Krankenhaus, weil Kieferchirurg mich sehen will. Ach du Scheiße, Mensch, hoffentlich wirst du schnell wieder gesund, ey. Ich weiß ja, wie scheiße sowas sein kann. Ich hab's ja vor kurzem noch erst bei meiner Frau gesehen und so. Eieieiei. Aber da kannst du mal sehen, was eben dieser so ganz kleine, winzige, weiße Zahnsteinchen so, weißt du, in der Maul anrichten können. Ist Wahnsinn. Ich frage mich immer noch, wie machen das denn andere? Also, ich kenne ja auch einige, da ist ja nichts mehr, nur schwarze Stumpen so, weißt du, und die leben einfach so vor sich hin. Die essen normal, die trinken normal, kein Zugschmerz, keine Schmerzen beim Zubeißen. Das ist dann einfach so. Oder Shanti, ne? Shanti ist auch so ein super Beispiel dafür. Wieso merken die denn nichts? Ist denn da alles wirklich schon so tot? Mann. Oh Gott. Genau diese Folgen. Und dabei kommen echt sehr lustige Gespräche und interessante Plot-Vorhersagen rum. Also wenn euch das interessiert, den Podcast gibt es eigentlich ja auf jeder großen Plattform und überall, wo es Podcasts gibt. Ansonsten schreibt mir jetzt gerne noch eure Meinung in die Kommentare. Schaut bei Motatoes vorbei, wenn ihr beim nächsten Lebens... Ja, wir schauen bei Motatoes vorbei und essen Potatoes. Aber ja, damit wäre erstmal das Thema Disney erstmal durch. Also ne, von wegen, warum wird Disney gehasst und... ja, wenn man das schon liest, also jetzt auch am Ende mit den ganzen Mitarbeitern und so, das schreit jetzt zum Himmel. Ne? Was mich ja zum nächsten, das passt ja perfekt zum nächsten Thema, was ich rausgesucht habe. Geht nur 12 Minuten, aber, wisst ihr, Aquarius zum Beispiel. Aquarius schuftet sich den Arschwund, ja, also, und das kann ich ohne Übertreibung sagen, ne, auch dafür, dass es einigermaßen reicht und so und, nicht nur Aquarius, sondern auch diese andere und, ja, meine Backen fühlen sich an als, hätten die Ditne-Implantate. Ja, damit kann ich gerade noch nicht dienen. Mein PC ist nämlich abgerucht. Am 7. Ja.
7.11. war Schaluss. Die letzten 10 Tage habe ich damals zugebracht, das Ding wieder zu erneuern und wieder einzurichten. Eieiei, na gucken wir mal. Generation Z versus Buba. Wer ist schuld am Fachkräftemangel? Baustelle Deutschland. Es herrscht Fach- und Arbeitskräftemangel. Bei dem ein oder anderen Arbeitgeber liegen mittlerweile die Nerven blank. Die Azubis im Bewerbungsgespräch bringen 3 Dinge mit. Eine 5 in Mathe, eine 5 in Deutsch und eine 5 in Englisch. Muss ich mich selber ohne 5 in Mathe hatte ich auch. Bin ich ehrlich. Ne? Deutsch war okay, Englisch war auch okay, aber Mathe habe ich versagt. Bin ich ehrlich. Das ist schon mal Full House. Zu schlecht ausgebildet, zu faul, zu anspruchsvoll. Hier mache sich deutsche Vita breit mit Homeoffice und der 4-Tage-Woche. Wir sind eine 4-Tage-Woche wäre wirklich nicht schlecht. Ne? Aber zu anspruchsvoll kann man das heute noch sein. Ich hatte damals die Wahl. Entweder war nicht viel Auswahl, wirklich nicht damals, 2004. Entweder Zweiradmechanik in Greifswald zu lernen oder eben Metall und Schweißen in Nauen. Letztlich bin ich eben, ja, Metall und Schweißer geworden. So eine wahnsinnig gefühlige Gesellschaft geworden. So eine Hafermilchgesellschaft. So eine Guavendicksaftgruppe. Okay, Boomer. Und was sagt die Hafermilch-Guavendicksaftgruppe dazu? Ich würde es nicht sagen, dass das halt alle so sind, weil, ja, ich arbeite seit 3 Jahren Vollzeit. So. Also. Ich denke, dass die heutige Generation immer noch bereit dazu ist, hart zu arbeiten und auch für die Dinge, die sie interessieren, alles zu geben. Eliodor aus Rohan. Wo sind die Fachkräfte dann hin? Und wie sieht es mit der Zukunft aus? Wo sie hin sind? Auf TikTok. Weil sie wissen, dass sich da einfacher Barne machen lassen. Aus demografischen Gründen, also einfach nur, weil eine große Generation ausscheidet, die Babyboomer, und eine kleine, die Generation Z, nachkommt, würden wir bis... Mal so eine Frage, wer braucht beim Straßenbau oder auf dem Bau Englisch? Und was wurde aus dem Gedanken, Noten sind nicht alles? Also Noten sind tatsächlich nicht alles. Also wenn, was sagt eine Note daraus aus, was die wirklich leisten kann? So, und Englisch natürlich, wenn du dann einen Zulieferer hast, irgendwie aus Polen oder bist der Geier, was, scheißegal, klar, wirst du immer mal brauchen. Englisch ist nun mal Weltsprache, wirst du immer brauchen. 4-Tage-Woche haben wir auch im Angebot, da musst du dann aber die 37,5 Stunden abreißen. Oder wie meiner, einer jede Woche 52 Stunden an 5 Tagen, das ist Wahnsinn. Bolek, Brudi, danke für dein Raid, du Wahnsinniger. Und grüße dich, ich hoffe, dir geht's heute einigermaßen gut. Gestern warst du ja nur so, Alter, ich danke dir. Ich hab Hunger, weiß aber nicht, was ich essen soll. Fuxi, mach hier doch mal ein schönes Mettbrötchen oder ein Schnullerwirt. Mettel, ja Mettel, mein Lieber. Wie geht's denn dir heute? 2035 7 Millionen Arbeitskräfte in Deutschland verlieren. 7 Millionen Menschen. Eine gewaltige Herausforderung. Frontal. Fachkräfte verzweifelt gesucht. Der Kaiserdamm. Eine Hauptverkehrsader in Berlin. Kaiserdamm. Aber das wird an der Physio liegen. Da wird was bewegt. Ja, Physio habe ich damals auch gehabt für den Rücken. Ne? Arbeitsunfall und so. Da hat mich so eine schöne Schwatzhaarige damals, so, die hat mich durchgeknetet. Die war so in meinem Alter. Die habe ich dann. Also die fand ich schon cool. Die wollte ich daten, aber. Bevor wir jetzt die Video gucken, ich möchte ganz klipp und klar vorher nochmal kurz verallgemeinern sagen: Wenn ihr Arbeit wieder attraktiv macht und die Leute anständig bezahlt, hätten wir die Probleme nicht. Besitzt die Stellen, ne? Macht sie attraktiv und das war's. Und dann ist auch der Drops gelutscht. Die Unternehmen suchen eine Ausrede, um nicht in Ausbildung zu investieren. Die wollen, dass der Staat die Ausbildung übernimmt, der massenhaft Arbeitskräfte importiert, die weit unfähiger sind als Schulabgänger. Soll sich ja auch bewegen, also nicht das mit deiner Frau, das mit der Therapeutin. Ja, ich hoffe, Muffin jetzt mittlerweile auch wieder einigermaßen gut. Da war ich auch sehr in Sorge gewesen, ne? Das hat... Ne, weil, wisst schon, ne? Also, Grüße an Muffin. Auf der Baustelle arbeitet man unter Hochdruck. Ein Abwasserkanal ist defekt. Oh, für die Reparatur musste die Tiefbaufirma von Dieter Miesen 2 andere Baustellen stilllegen. Händering sucht er Leute. Jetzt kommt auch noch ein Azubi-Schwund hinzu. Siehst du, das hat ganz vergessen, kurz mal anzuführen. Händering sucht man Leute. Wisst ihr, warum ich in meinem Berufsfeld nicht mehr arbeite? Weil man, mir damals immer sagte, das habe ich euch auch schon zigtausend Mal erzählt, kurz nach der Ausbildung, ne, ja, dein Alter ist perfekt, ne, Anfang 20, ungebunden, keine Kinder, wunderbar.
aber dir fehlt es an Berufserfahrung. Ja, na, wo soll ich denn die herkriegen, wenn die gerade frisch aus der Ausbildung kommen mit dieselben Brief und schweißer Pässen drum und dran? Wo soll die herkommen? Ja, nehmen wir nicht. Fertig. Ja, Bewegung ist alles. Da muss ich durch. Du, wenn du spontan noch mit dazukommen willst, Samstag, nur für den Fall das, du weißt, was los ist, ne? Also morgen mache ich Metal. Da kannst du mich begleiten, wenn du möchtest. Und Samstag ist dann wieder jetzt nochmal Partynacht, ne? Wiesen sagt, viele, die sich noch bei ihm bewerben, finden nicht einmal mehr die Baustelle. Fehlende Tage, unentschuldigte Tage, fehlende Stunden, unentschuldigte Stunden. Alles das ist... Oh, gute Besserung an Muffin. Schnelle Genesung. Mittlerweile leider der Normalfall geworden. Und dann sollen wir noch versuchen, das Ganze zu richten. Sali Delibaslar ist schon seit 2 Jahren Rentner, fährt aber noch immer Bagger. Das nicht, weil es so viel Spaß macht, sondern weil die Miete ständig steigt. 43 Jahre lang habe ich gearbeitet, bekomme ich 1400 Euro Rente. Wie kann ich leben? Gucken Sie mal, so viele Leute noch nicht einen Tag gearbeitet, da kriegen sie lebenlang Hartz IV. Das ist Ungerechtigkeit. Ich bin 5-mal operiert worden von meinen Wirbelsäule, trotzdem ich arbeite weiter. Das Wahnsinn. Muss, fünfmal. Ja, OP an der Wirbelsäule. Weil er sich kaputt geschnitten hat für den Apfel und Ei Lohn. Und dann hast du, sag mal, so Deppen wie unter mir, die sagen von wegen, naja, Bürgergeld regelt. Oder eben die andere Fraktion, die sich einfach, die in den nächsten Laden gehen, Smartphone kaufen, TikTok auf Wemsen und sagen von wegen so, ich mache jetzt Matches. Ja, also komm, ich werde es mir überlegen und abmessen, was mein Schmerz sagt. Hab jetzt eine Stunde gestreamt und konnte keine 10 Minuten sitzen bleiben. Okay, krass, der Typ. Du, das ist kein Muss, aber du weißt, du bist Atze und ich nehme dich gerne mit, das weißt du. Und die letzte Runde ist schon ein bisschen her, ne, von daher. Träumi, moin, Kekschen. Und, sagt Sali Delibaslar, habe ganz offensichtlich ein Motivationsproblem. Der Arbeitgeber. Ja, da war die Kohle viel. Der geht für 1,4 geht der Knüppel auf den Bau. Junge, mit 1,4 kannst du heutzutage den Krieg maven. Dafür bist du gesagt. Ah, oh, bei der Inflation im Leben nicht. Findet keine Arbeit, der hat keine Lust. Die setzen den ganzen Tag Kneiper und Bäckerei oder Restaurants überall. Ja, vor. Dann, gehen Sie ja, mal dann hin und gucken Sie mal nach. Dann soll der Staat mehr Geld locker machen. Leute setzen sie alles oder im Kaffee. Die Firmenchefs. Das ist Arbeitszeit normalerweise, ja. Der Frust ist groß. Die Work-Life-Balance sei aus dem Lot. Und das färbt dann auch auf diejenigen ab, die zu uns kommen mit Deutsch, Mathe, Englisch 5, Fehlzeiten ohne Ende und sagen, Mensch, das ist doch alles so einfach. Wo soll ich hier unterschreiben? Geld kommt dann von alleine. Früher war alles besser. Diese Jugend von heute. Die Kritik an der jüngeren Generation ist nichts Neues. Aber sind die Vorwürfe überhaupt gerechtfertigt? Berlin. Die Berufsmesse Stuzubi. Hochschulen, Ausbildungsbetriebe, große Firmen. Stuzubi. Das wird jetzt unser neuer Insider-Wort für Blödmann. Anstatt Stupidu, Stuzubi. Ne? Du bist ein angehender Blödmann, Stuzubi. Und für Cleo natürlich gesagt Cat Attack. Und sie alle werben um die zukünftigen Arbeitnehmer. Maya und ihr Freund Jan schauen sich um. Er sucht einen Praxispartner für sein Studium. Sie arbeitet Vollzeit als Krankenschwester auf einer Intensivstation. Sie liebt ihren Beruf. Eigentlich. Man wird halt oft schnell abgestempelt. Und immer wenn man erzählt, man ist Krankenschwester oder Pflegekraft, dann kommt immer nur so, ah, ich könnte das ja nicht. Ja, wir auch nicht mehr irgendwann. Maya hat ihren Job als Krankenschwester gekündigt. Für die Zukunft hat sie klare Vorstellungen. Haben die nicht gerade neu gesagt, sie arbeitet immer noch? Hä, was? Also mir ist wichtig von meinem Job, dass er einfach eine Sinnhaftigkeit hat, dass er mich glücklich macht, mir Freude bringt und dass ich davon leben kann, ja. Bessere Arbeitszeiten, eine faire Bezahlung und Anerkennung. Das sind die Schlüssel, um die Jobs attraktiver zu machen. Bei mir ist es in erster Linie, er muss mich glücklich machen, weil es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man, sag ich mal, nach 2 Jahren diesen Job ausübt und dann schon sich beim Aufstehen schon denkt, ich habe einfach gar keine Lust mehr, zur Arbeit jetzt zu fahren. Und die beiden stehen mit ihrer Meinung nicht alleine da, wie Studien zeigen. 81% der Generation Z sind bereit, viel zu leisten, wenn sie einen Sinn in ihrer Arbeit sehen. Einen Sinn in der Arbeit sehen? Ja, ich würde sagen so 50-50, ne? Von wegen, die Arbeit sollte mir schon Spaß machen und sollte mich tatsächlich wirklich nicht zum Kotzen bringen, wenn ich morgens aufstehe und daran denke, boah, jetzt schon wieder da in die Grube und boah, nee. Ne? Und eben die Vergütung sollte hinhauen.
so, dass ich davon, ja, gut und angemessen leben kann. Also wir reden hier nicht von irgendwie Bürgergeldniveau oder darunter, oder, ihr wisst schon, hab ich doch. Hm? Was hast du? Für rund 80% ist die Arbeit ein wichtiger Bestandteil. Nee, Bolleck, er meint mich. Bestandteil des Lebens, generationsübergreifend. Die Gen Z unterscheidet sich also gar nicht so stark von den anderen Generationen. Die Frage der Bezahlung ist für die Jungen viel wichtiger als die Work-Life-Balance. 83% sind bereit, hart zu arbeiten, wenn der Lohn stimmt. Trotzdem wirft man ihnen vor, zu hohe Ansprüche zu haben. Dabei sind sie nicht die Einzigen, die etwas fordern. Also die Leistungsträger Mitte 40 oder 50, die fordern ganz genauso Mobilarbeit. Aber da fällt es halt nicht so auf. Aber es ist eigentlich die Arbeitswelt, die sich geändert hat. Die Wahlarbeitszeit selbst bestimmen zu können, mehr Einfluss selbst ausüben zu können. Das ist das, was heute gefragt ist. Und das ist auch das, was junge Leute heute einfordern. Den Nachwuchs zu gewinnen, darum geht... Ja, aber man lässt die jungen Leute ja nicht gewähren, weder in der Politik noch anderweitig. Ne? Hauptsache vergreisen, irgendwelche alt eingefahrenen Doktrinen, wir kriegen nämlich ein frisches Blut, und das ist das Problem, was ich da einfach sehe. Ne? Das ist halt, drück mal F5, unsere Wirtschaft und der Staat sind das Problem. Wenn Ingenieure für Gehälter arbeiten sollen, die früher Gesellen hatten und das schon die Spitzenverdiener sind, ist was faul. Das kann bei geistig Gesunden nicht funzen, die zeigen die Stinkefinger. Ja, natürlich, richtig. Bin ich ganz bei dir, sehe genauso. Beim Jobslam. Das ist eines der neuen Formate, auf das die Veranstalter hier setzen, um die jungen Erwachsenen zu erreichen. Arbeitgeber, Unternehmen und Universitäten versuchen hier... Ich meine, überleg da mal, wenn du denn von wegen hast Ingenieur gelernt, gehst dann halt in den Beruf und wirst dann, sag mal, auch vielleicht so mit 1,4 oder so abgespeist, wird großer von wegen, ja, leck mich doch, du Schwanz. Ja, hier, hast du meine Papiere, ich bin raus. Und, nee. Man sollte sich, wie gesagt, niemals unter Wert verkaufen. Nee. Hier in 3 Minuten potenzielle Azubis und Bewerber zu finden und geben dafür alles. Inzwischen müssen wir regelrecht darum kämpfen, dass eben wirklich sich Leute für unser Unternehmen interessieren. Es ist ja auch der Handel. Handel ist halt auch jetzt nicht so sexy vielleicht wie andere Berufszweige. Nee. Und da müssen wir uns dann schon ein bisschen mehr anstrengen als früher. Freising in Bayern. Dem Handel gehen die Verkäuferinnen aus. In der Metzgerei Hack herrscht hinter der Theke noch Vollbetrieb. Metzgerei Hack, das ist ja geil. Und das 6 Tage die Woche. In der Metzgerei gibt's Hack. Oh yeah. Hack ist Beste. Buletten. Ah nee, Quatsch, ich muss ja mal ohne Hack kaufen. Siehst du, ich mache ja meine gefüllten Paprikaschoten, weil ich muss ja auch nicht fressen, weil wenn ich saufe, ne? Moin, übermorgen mit euch hier, ihr. Geilen Feierschweine hier. Hier arbeiten sie auch samstags. Die Frage ist, wie lange noch? Seit 2008 haben in der Umgebung 1, 2, 3, 4 Metzgereien geschlossen. Die aus Personalmangel, kein Nachfolger oder ähnliches, einfach die Segel gestrichen haben. Xenia hat... Oder weil sie vielleicht einfach gesagt, einfach nicht mehr rentiert in Gänze. Ich meine, bei der Preisentwicklung, ne, hatten wir vor dem Discord gehabt, ne? Mit Pförtner. Übrigens, Pförtnerkind, wenn du mich siehst aus dem Off, ich danke dir nochmal ganz herzlich für die beiden, hier. Na, komm her hier. Zeig dich. Für die hier. Für die MicroSD-Karten. Die brauche ich nämlich für den Retro-Handheld von Aquarius als Backup. Denn diese mitgelieferten No-Name-Karten, die neigen dazu, eben sehr schnell abzurucken. Deswegen habe ich jetzt ein Backup gemacht. Hau die auf die qualitativ besseren und schnelleren SDs und luft dann nicht mehr Gefahr, dass die ganzen Spiele und Spielstände wechseln. Also, Pförtnerkind, nochmal danke. So, und Aquarius, dir nochmal danke für die Pombeeren neulich. Ne? Ich hab's dir privat gesagt, aber ich sag's dir gerne nochmal. Dankeschön. So, Pförtnerkind. Wo haben wir ihn? Pförtnerliebe. So, das habe ich gelesen. Genau, alles schick, okay, Uli sagt von wegen alles schick, gerade noch Fähigkeit angerufen, gab Hack im Angebot, statt 8,99 der Kilo 5,99. Ja, kann man wirklich nicht meckern, genau, richtig, so war das. Okay. Gerade ihre Ausbildung zur Verkäuferin beendet. Sie erzählt uns, am Anfang sei sie sehr schüchtern gewesen. Das habe ihr den Start in den Beruf nicht gerade erleichtert. Doch ihr Chef sei offen, locker und habe ihr die Angst genommen. Der Job mache ihr Spaß, aber sie arbeite eben, um zu leben und nicht andersherum. Tatsächlich bin ich jetzt auf Teil... Auch ein wichtiges Credo, ne?
Man arbeitet, um zu leben. Nicht, man lebt, um zu arbeiten. Kapieren aber viele nicht. Ich kenne Tatsache einige, die so karrieregeil sind, die rennen nur der Kohle hinterher. Nur schaffen, schaffen, schaffen. Sesshaft werden oder gar Kinder kriegen. Ach, na, ein Kind, ein Balk, was sagt mir, Balk anschaffen, das steht mir bloß im Wege, ey, wirklich. Ich als zweifacher Ingenieur bin ich bereit für ein Gehalt, 60 Stunden die Woche zu ackern und um die Welt zu jetten, dass ich mir nicht mal ein VW Polo mehr leisten kann. Als Ingenieur will ich einen Benz E-Klasse für meine Frau, einen Golf, ein Haus und will, dass meine Frau auch Hausfrau sein kann und es muss noch reichen für drei Kinder und einen Jahresurlaub, anders geht das nicht. Das wünschen sich viele. Das wünschen sich ja viele. Zeit runtergegangen, also auf die 4-Tage-Woche. Ich bin dadurch auf jeden Fall viel erholter. Ich bin wesentlich ansprechbarer, sage ich jetzt mal, und komme mit mehr Energie zur Arbeit. Das hilft mir ungemein. Und, die wirkt schon ein bisschen unsicher, das ist schon wie süß, ne? Ich kann mich dann auch in meiner Freizeit um Dinge und Ziele kümmern, für die ich vorher nicht die Zeit hatte. Ihr Chef war nicht begeistert. Mehr Arbeit statt 4-Tage-Woche wäre im Laden nötig. Trotzdem muss er als Arbeitgeber liefern. Flexible Arbeitszeiten und Wertschätzung. Ohne sind die Jungen schnell woanders. Und es gibt genügend Jobs oder genügend Arbeitgeber, die nach Leuten suchen. Dann gehe ich halt eben woanders hin, wenn es mir nicht passt. Wenn man dann jeden Morgen aufsteht und sich denkt, was mache ich hier eigentlich? Das hat alles gar keinen Sinn und ich möchte das eigentlich nicht. Warum quält man sich dann? Also es ist halt überall. Hatten wir heute auch. Wir hatten heute auch jemanden gehabt, der wurde gefragt, ob er den Job, der da angeboten wurde, auch machen will. Also die 5 Stellen waren zu besetzen. Icke und noch eine andere haben den Job gekriegt und der andere klipp und klar gesagt, nee, was soll ich denn hier? Das ist eigentlich, wie gesagt, nicht der, was ich machen wollte. So, was soll, so, also auch so, ne? Dieses unglücklich sein. Du stehst denn da und machst eigentlich was du ja nicht willst, ne? Und, Wirklich, dass die Kollegen auch sagen, wo soll es noch hingehen? Ja, wie soll es weitergehen? Es kommt ja nichts nach. Also es sind, glaube ich, die wenigsten, die jetzt noch sagen, ja, irgendwann wird es besser. Schütze denkt schon in die Zukunft. Eine Metzgerei ohne Personal. Schützes zweiter Laden läuft voll automatisiert. Wer sich hier vorher registriert hat, darf sich selbst bedienen. Hier fragt in Zukunft keiner mehr, darf es noch etwas sein? Finde ich schrecklich. Ich mag auch diese Selbstbedienkassen im Supermarkt nicht. Das macht mir so ein bisschen Angst. Ich meine, das heißt, ja, wo bleibt da die Kommunikation? Weißt du, wo bleibt denn da die Nähe? Und das ist halt. Es ist paradox. Fast 46 Millionen Erwerbstätige gibt es heute in Deutschland. So viele wie nie. Trotzdem bleiben hunderttausende Stellen unbesetzt. Allein beim Bau 40.000. Ja, weil sich keiner, wie gesagt, die Kreuze kaputt schuften will. Das ist halt ein Problem. Nicht für das, was der Staat / eben die Bosse bereit sind zu zahlen. Ne? Es wird ja immer erstmal in die eigene Tasche gewirtschaftet und nicht mal, wie gesagt, mit den Mitarbeitern liebäugelt. Ne? Du bleibst so lange, bis die Scheiße fertig ist am Feierabend. So, hier hast du deine paar Peanuts und jetzt verpiss dich. So, nächsten Monat geht es halt weiter mit der ganzen Knüppelei. Die Bundesarbeitsagentur empfiehlt Arbeitgebern, runter mit den Ansprüchen. Wenn wir Sie fragen, versucht's doch mal mit dem Kandidaten, der vielleicht ein paar Hemmnisse mitbringt oder der vielleicht nicht ideale Voraussetzungen mitbringt. Wir helfen euch dann auch dabei, dass der dann auch pünktlich da ist oder dass bestimmte Sachen dann auch begleitet werden. Da haben wir immer noch eine relativ große Zurückhaltung bei den Arbeitgebern. Zurückhaltung, also zu hohe Ansprüche, hat sich Ausbildungsleiter Dieter Miesen längst abgewöhnt. Er vermisst die effektive Unterstützung der obersten Arbeitsbehörde. Zum Beispiel, wenn der Nachwuchs berufsbegleitend Hilfe, die Deutschunterricht braucht. Wie Abubakar Kamara, 23. Die trauen sich nicht. Laut Statistik wird mit 3 Toten auf jeder Baustelle gerechnet. Dass immer mal was schief gehen kann, das ist ja nicht mal so weit hergeholt. Also wenn ich mich zurückerinnere, in Hohenneuendorf, ganz oben auf dem Dach rumgekrauche und dann von wegen den Schutt mit einer Karre über einen Jurist, was nicht mal wirklich mehr mit der Wand verankert war und dann vorne offen. Einen Schritt zu viel mit der Karre, von wegen, sagen wir, von wegen, du hast zu viel Schutt drauf, irgendwie so, ein bisschen zu viel Schwung gekriegt, dann hätte ich auch unten im Hof in dem scheiß Container gelegen. Tot. Ne, das Ding ist schon ordentlich tief. Die Wirtschaft war davon verwöhnt, dass mit Hartz IV sie Menschen ins Lohndumping zwingen konnten, weil Psychoterror und Hungern gab mit Jobcenter und heute geht's dir nicht mehr besser, wenn du da ackern gehst. Kommt drauf an. Ich meine, das machen sie ja jetzt mit Bürgerbeziehern halt immer noch irgendwo. Ich meine, du hast zwar nicht mehr so eine
krassen Richtlinien an die du dich halten musst, aber eigentlich ist es immer noch so, ne? Von wegen. Boah. Doch, eigentlich schon. Geflohen 2017 aus Guinea. Jetzt Azubi bei Frisch und Faust. Ja, den Sans Frisch und Faust hat mir das gegeben, mir einen Vertrag zu unterschreiben, dort meine Ausbildung zu machen. Und jetzt muss ich selber die Ausbildung schaffen und meinen Abschluss zu bekommen. Aboubakar braucht den Sprachkurs, denn ohne ausreichend gute Deutschkenntnisse ist die Berufsschule nicht zu schaffen. Sein Arbeitgeber investiert gerne in die Nachhilfe, aber er fühlt sich von den Behörden im Stich gelassen. Ja, aber guck mal, den mit der Sprachbarriere, den nehmt ihr so, aber andere, die werden dann wieder irgendwie außen vor gelassen, das finde ich aber ein bisschen seltsam. Dann dürft ihr euch nicht wundern, wenn die Leute von vornherein sagen, wieso, nö, wir bleiben schon mit dem Arsch zu Hause. Wo ist denn da die Logik? Er kotzt über eigene Landsleute, so, wisst ihr, aber. Ach, Kinder, kommt schon. Kriegen Sie da Unterstützung von der Bundesagentur? Nicht in dem Maße, wie wir uns das wünschen. Der Personalmangel sorge inzwischen für Gewinneinbußen, klagen Unternehmen. Und leider kommt das nicht überraschend. Wir reden seit 10 Jahren über den demografischen Wandel. Wir reden seit 10 Jahren über den bevorstehenden Fachkräftemangel, ziehen aber nicht die richtigen Schlüsse daraus. Die Politik ringt seit Jahren mit der Frage, wer offene Berufsstellen besetzen könnte. Es gibt gut ausgebildete Gruppen, die arbeiten könnten. Was sind die größten Potenziale? Raten Sie mal. Die Frauenerwerbsbeteiligung in Deutschland, wenn wir die mal um 10% hochbekämen, dann wären das ungefähr 900.000 Fachkräfte, die wir schon ausgebildet in Deutschland haben, mehr. Doch die Frage Kind oder Karriere, die stellt sich für viele Frauen erst gar nicht. 2023 scheitern Tausende noch immer an der Kita-Suche. Seit 2013 gibt es den Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz. Der aber kann auch 10 Jahre später noch nicht überall. Hast du gehört, er will Geld fürs Ausbilden und zahlen will ja aber nichts. Ich habe nichts erwartet, ne? Also ich habe nichts anderes erwartet. Eingelöst werden. Bundesweit fehlen fast 400.000 Plätze. Ja. Gestern hatte ich eine Anfrage von einer Polizistin, die gesagt hat, ich kann nicht arbeiten. Dann habe ich eine Lehrerin, die nicht arbeiten kann. Ich habe Erzieherinnen, Krankenschwestern, die möchten gerne arbeiten. Das Kind ist jetzt, ja, wird bald eins oder ist schon eins geworden. Und sie möchten gerne wieder in ihren Beruf zurückkehren und können das tatsächlich nicht. Das ist Deutschland im Jahr 2023. Erzieherinnen, die dringend im Job gebraucht werden, können nicht in den Beruf zurückkehren, weil es nicht genug Erzieherinnen und Erzieher gibt. Und das liegt natürlich auch wieder am Fachkräftemangel. Laut einer Prognose müssten fast 100.000 im ganzen Bundesgebiet eingestellt werden. Die Juristin kennt das. Als Mutter ist sie nur noch Teilzeitanwältin. Denn für Sohn Theo fehlt der Kita-Platz. Und wohl auch für Kind Nummer 2. Für ihre Mandantinnen konnte sie 97... Genau das ist, was heute los ist. Die ganze Wirtschaft will Gewinne privatisieren und Kosten sozialisieren. Ja, auf jeden Fall. Und deswegen, wie gesagt, hier doch alles irgendwo so, ne, ganz langsam zum Teufel. So, das, aber greift ja keiner ein, weißt du? Kommt der Kinder mal effektiv in die Ecke und sagt von wegen so, jetzt reformieren wir hier, wie gesagt, die Dinge, die wirklich vonnöten sind. Kommt ja nicht, nee, aber wie gesagt, Gelder in alle Welt blasen und Kriege führen, darin sind wir spitze. Und natürlich, wie gesagt, die Welt retten. Obwohl, jetzt ja nicht mehr, jetzt wollen sie ja mit krasseren Abschiebungsdingern kommen und so, wo ich mir denke, ja, für wen, für was? 30 Kita-Plätze erstreiten. Und auch in eigener Sache zog sie gegen ihren Wohnort Bergisch Gladbach vor Gericht. Die säumige Stadt muss jetzt 5.000 Euro Zwangsgeld ans Land bezahlen. Nur den Kita-Platz, den gibt es trotzdem nicht. Warte mal. Trifft mein Herz als Rechtsanwältin tatsächlich. Das habe ich diese Woche noch zu meinem Mann gesagt, dass es mich extrem frustriert, dass ich ja im Prinzip weiß, wie ich das alles durchklagen kann. Ich kann das rechtlich alles und trotzdem stehen wir an dem Punkt, wo ich sage, ja, wir haben keinen Kita-Platz. Düstere Aussichten. Oder gibt es doch noch Hoffnung? Also wir können die Beschäftigung von Älteren verbessern. Wir können endlich dafür sorgen, dass Frauen eine gleich gute berufliche Entwicklung auch über den Lebensverlauf haben wie Männer. Wir können die Arbeitslosigkeit noch um mehr als 1 Million Personen senken. Wir haben noch Millionen von Minijobbenden in Deutschland. Und es wird am Ende kein Weg an Zuwanderung vorbeigehen. Die Zeit läuft, um alle Hebel in Bewegung zu setzen. Es gibt noch viel zu tun. Ja. Auf der Baustelle Deutschland. Denkst du, dass eine 4-Tage-Woche helfen würde? Schreib uns deine Meinung in die Kommentare. Und wenn dich interessiert, warum... Kommt drauf an. Kommt immer drauf an. Also eine 4-Tage-Woche, natürlich hast du, wie gesagt, ein bisschen mehr Lebenszeit für dich und deine Liebsten.
wenn die dann noch gut bezahlt ist und gut aufgestellt ist, klar, könnte man sich schon vorstellen. Wenn man dann, wie gesagt, irgendwo ein Konstrukt hat, wenn du einen guten Plan hast. Wenn das wieder so 0-15-Scheiße ist, dann eigentlich eher nicht. Also, ja, aber kommst halt, ne, schwer dran vorbei. Also die Schinken sind voll mit von wegen, ja, Deutschland in der Krise, wir müssen jetzt dringend den Hebel umlegen, ansonsten, wie gesagt, geht es dem Ende entgegen und oh Gott. Eieieiei. So, was kommt denn jetzt? Oh, Essen. Wir sind wieder beim Thema Essen gelandet. So, wir sind entschuldigt, dass ich gerade das Thema so anpacken musste, aber das hat mich gerade schon so ein bisschen interessiert, weil, ja, muss ich mal was zu sagen. Ne? Wie gesagt, macht Arbeit einfach attraktiv für die Leute. Wie gesagt, speist auch, wie gesagt, Fachkräfte nicht mit einem Apfel und Eilohn ab und dann ja, geht das auch, wie ihr habt. Vor allem macht Arbeit auch attraktiv für die Jungschen und ja, die Influencer, ne, die sollten eben, wie gesagt, den jungen Leuten nicht immer vorleben, von wegen, ja, schnappt euch ein Telefon, TikTok und the world is yours, ne, von wegen, damit lässt sich eben einfach Kohle generieren. Ich meine, wer gibt denn dir schon die Garantie dafür, dass du je sehen wirst oder ihr hypt oder ihr feiert oder dass du eben Kohle kriegst? Wer gibt dir diese Garantie? Kein Schwanz. Ich hier zum Beispiel, mit meinen paar Leuten, ich hatte Glück, verdammt Glück. Ne? Ist aber auch, wie gesagt, nicht mein täglich Brot oder so. Ich mache das hier wie freie Schnauze und alles, was ich eben geschenkt bekomme via Amazon, ist eben ein Bonus, ne? Weil die Leute eben gut mit mir meinen. Unsere Politiker lassen sich von der Wirtschaft und Wirtschaftsweisen das Märchen von Fachkräftemangel erzählen und es solle Leute importiert werden, um Löhne zu senken. Und so, die Politiker merken nicht, dass es Verarsche ist und die Wirtschaft nur noch die Gewinne will und der Rest soll verstaatlicht werden. Tja. Und das böse Erwachen wird schon sehr bald kommen. Ich meine, wenn das wirklich gerade 5 vor 12 ist und ich sehe es ja selber auch, die Not ist groß. Wie gesagt, es brennt an allen Ecken und Enden. Und man muss auch wirklich mal über Themen sprechen, die auch wehtun einfach in dem Punkt. Ne? Und wenn Arbeit nicht mehr attraktiv ist und sich nicht mehr lohnt und dadurch resultierend eben der Aufschrei in der Masse kommt, wie gesagt, man redet viel. Ne? Also auch mal so mit den ganzen anderen Eltern so in der Kita und so. Und wenn ich dann höre, von wegen sie arbeitstätig, eher arbeitstätig, bilde erst der Arbeitsmarkt, auch lang durchgeknüppel und trotzdem reicht die Kohle hinten vorne nicht, damit sie, sag mal, ein gutes Leben haben, ne? Also ich sag mal, ein angemessenes Leben, sondern sag mal, auch mal jeden Euro irgendwie dreimal umdrehen müssen und dann am besten, wie gesagt, irgendein Billigfraß am besten schon für die nächsten 2-3 Tage vorkochen, damit du irgendwie, ja, das ist halt, ja, es ist eben, ja, es ist traurig. Und am Ende, wisst ihr doch, wir baden die ganze Scheiße wieder aus. Und am Strich regeln wir diese ganze Scheiße wieder. Und wenn es dann wirklich mal richtig knallt, ja, na, wer kommt denn? Wer wird kommen, um uns zu helfen? Kein Schwein. Glaubt's mir. Niemand. Achso, ja, stimmt. Wartet mal eben. Genau. Ja, ich muss mal ganz kurz auf den Topf, ich muss mal ganz kurz pinkeln, dann sind wir der Energy raus. Ich komme gleich wieder.
Ja, natürlich Fahrstuhlmusik. Was hast du denn gedacht? So. Was habt ihr verpasst? Unsere Politiker lassen sich von der Wirtschaft, das habe ich gelesen, Fahrstuhlmusik. Die Wirtschaft hätte gern die DDR zurück für 5 bis 10 Jahre, dass wieder staatlich Fachkräfte ausgebildet werden und dann bitte wieder Wende machen und die blöden Ossis für billig Geld einstellen. Ja, so in etwa. Und das ist ja auch das, was ich so ein bisschen sehe, dass wir hier gerade ich würde fast sagen, DDR 2.0 so erleben, so ein bisschen, ne? Mit eben Christen dich zu kaufen. Oder du hast halt das Geld, kannst dir aber das nicht mehr leisten. Damit haben sie doch schon ihre Verweigerung der Ausbildung in den 80ern, 90ern aus. Ja, jeglichen. Mhm. So. Ja, Leute, wollen wir jetzt noch jetzt hier ins Gucken oder? Jetzt machen wir noch Rostzeit. Klar, safe. Und dann leite ich auch die Verbesserung ein für heute. Denn wie gesagt, morgen ist ja auch noch ein Tag und übermorgen komme ich ja auch noch wieder und. Ja. So, dann machen wir mal hier wieder Dulli-Scheiße. Ey, Habibi Waller, ey, du kleiner Peach, ich küsse doch dein Herz. Gott, wenn das schon so anfängt, ey. Waller, du Trimax hier. Wir sind in Berlin, wir sind direkt vor dem Loco Chicken Store. Luciano kommt gerade. Wir machen heute ein Schäferbrettessen, wir werden scharfen Wing, eine scharfe Pizza essen. Knossi hat seinen Flieger Ist das nicht der Depp, der ständig beim COD-Zock ausrastet? Passt, der wäre sonst auch hier. Wir tüfteln noch ein bisschen Konzept aus, weil wir selber den Happy Slice Store eröffnen wollen, den physischen Store, wo man hinkommen kann. Das werden wir heute alles besprechen. Moin, geiler Laden. Moin, danke, Digga. Krass, ja? Danke. Also ich esse scharf, ja? Aber jetzt nicht so extrem. Ja, okay. Ich bin teilweise schon mal genießbar so scharf raus. Also wir machen 3. Hey, mein Freund, Döner mit Lamm, nein, scharf. 3 Schärfe. Fange an mit ein bisschen human, ein bisschen entspannt. Umgekehrt, ne? Den Döner mit Schaf? Nein, Lamm. Mehr Soße. Das allerletzte ist dann quasi. Scheiße, ich hab's versaut. Wie du den noch hier verkaufen wollen würdest. Schon sehr, sehr scharf. Zur Orientierung, Pfefferspray hat so 1,5 Millionen. Gar kein Vergleich. Dann haben wir das hier 1,2 Millionen und 3 Millionen. Ich wusste nur, dass wir heute Hot Wings probieren, so wie sie hier verkauft werden. Ich wäre nie auf die Idee gekommen. Na, liebe Community, wer von euch isst denn gerne scharf? Scharfe Sachen. Na, wer? Mild, 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 mild. Wenn es eine milde Schärfe ist, dann ja. Ne? Oder ein bisschen leichter schon, aber so, dass es weh tut, er nicht, da blickt dann raus. Dass sie hier 3 Millionen zu viel Hot Wings verkaufen wollen, so als Challenge, oh mein Gott. Das ist Loco Chicken mit diesem Hot Chili, oder mit der Hot Chili Seasoning, ungefähr 1000 Scoville. Ja. Was hier? Oh, der hat uns jetzt verarscht. Das ist echt krass. Das ganz entspannt erstmal 1000 sind direkt die 3 Millionen. Das ist mir zu hart. Also das kann ich auf jeden Fall aushalten. Jetzt mal ohne was verarscht uns jetzt. Kommt das jetzt wirklich gleich oder ist es der normale Ausschnitt? Doch, das ist dann. Doch, doch. Bisschen passiert was, oder? Ja, ein bisschen. Jetzt kommt Happy Slice mit Jalapenos, frischen Jalapenos. Ungefähr 8000 Scoville. Das wird ein bisschen länger. Das sind auf jeden Fall viele Jalapenos. Ja, ne? Mal probiert im Krankenhaus, da haben wir uns mal eine Pizza kommen lassen. Von Corle Pizza und der Ende, der hatte ohne Jalapeno Pizza gehabt und hat mir dann ein Stück gereicht. Ich hab das ja vorher die probiert oder so, ne? Wusste halt nur von wegen so, ja, grün, scharf, buh, Feierabend. So, und ich hab ein Stück gegessen, ich hab danach solche Bauchschmerzen gehabt, also nie wieder Jalapenos, also da bin ich dann raus. Nee, bisschen Chili, ein bisschen Cayennepfeffer, ja, mach ich noch mit, schönes Curry oder so. Ne? Aber Jalapenos bitte nicht mehr. Nein, das können wir nicht aufessen. Doch, ich bin schon, das ist von der Schärfe jetzt eben, das kommt schon. Doch, das ist genau das, was ich eben schon hatte, fand ich schon scharf. Aber gerade noch so. Die Dinger kenne ich ja mit ein paar Jalapenos drauf. Aber sind schon viele Jalapenos drauf. Sind schon viele Jalapenos, doch. Das war echt scharf. Das kommt auch voll spät. Das kommt jetzt kommt es erst. Also das bis jetzt war erst, ehrlich gesagt, so normal essbar. Jetzt gehen wir in den Bereich, wo es ein bisschen problematisch wird. Dafür solltet ihr euch auf jeden Fall die Handschuhe anziehen. 8000 war das nur? 8000 jetzt. Aber es brennt anders. Also das, was jetzt kommt, brennt. Jetzt flennt der Piesepampel schon. Brennt ein bisschen anders. Es brennt quasi ganz stark am Anfang und schwächt ein bisschen ab. Die Jalapenos bleibt sehr lange auf der Zunge. Ja. Das waren die normalen Jalapenos, die auf der Diabola drauf sind immer. Ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben fette Milch getrunken. Das waren jetzt eben gerade 8000, das ist jetzt 200.000. Mir brennt es immer noch, die Milch bringt nichts. Auch geil, dass ihr Handschuhe in S holt.
weißen Stücken ab. Das, wie gesagt, das brennt ein bisschen anders. Das sind 230.000. Und wie lange brennt das ungefähr? Das brennt Gott sei Dank nicht ganz so lange. Das brennt vielleicht so ein paar Minuten. Weicht so rein. Ja, das bisschen, ja. Okay, wie heißt die Soße? Black Widow, ne? Okay, das war schon ein Biss. Ja. Boah, das hasse ich ja, ne? Also auf jeden Fall am Anfang angeht. Deswegen mache ich eine Pizza selber. Ich kann gar nicht reden. Aber man muss sagen, okay, ja, jetzt hätten wir vom Italiener, aber das Anfang ist halt irgendwie so angenehmer ist Radkappe, als ne? Dieses Jalapeno-Ding. Das brennt so anders. Oh mein Gott, jetzt. Yes. Oh mein Gott. Ja, ja. Die Milch bringt nichts. Nudeln, Nudeln. Was denn? Ich bin am Heulen, guck mal. Was soll das hier noch wieder los? Das ist völlig krank. Guck mal, das ist. Guck mal, das ist mein Drittel, ne? Also wenn man die Milch trinkt, ich bin nicht gerade zu scheißegal, wie ich aussehe. Ha! Ich schwöre, die Milch bringt nichts. Okay. Hat eigentlich Liter Milch drin. Die ist nett. Die ist nett. Die ist sehr lecker. Das war die Schärfe. Das kann nicht sein. Es wird doch deutlich schärfer. Das ist so scharf, dass ich mich nicht trauen würde, noch mal abzuholen. Nee, auf gar keinen Fall. Ohne Spaß. Ich hoffe, Geld. Guck mal, was er hat. Er muss sich hinsetzen. Sobald du runterschluckst, kommt die Schärfe wieder. Ja, klar, am Lager da kannst du kein Wasser saufen. Das kann auch nicht sein. Das könnte 230.000 sein, unmöglich. Nee, guck, es muss mehr sein. Guck. Hotchip habe ich auch gegessen, das war schon auch ähnlich leer. Ich werde auf jeden Fall nie wieder sagen, dass ich scharf esse. Ich fand die allerersten schon scharf. Nur mit der Chili-Marinade. Ganz frisch mal so schnell. Es ist wie an die Schokomilch klammert. Ihr werdet das verkaufen und noch stärker. Aber die wirken ein bisschen anders, die wirken ein bisschen oberflächlicher, aber das ist ungefähr ein Drittel von dem, was später kommt. Das kauft doch keiner. Einmal. Eigentlich nicht. Ja. Es kommt jeder einmal. Hat er recht. Du hast gesagt, du isst ganz scharf. Ja, ich esse scharf. Willst du mir sagen, dass das Brennen auf deiner Zunge weg ist? Nein. Überhaupt nicht. Ich sag die ganze Zeit, dann hört's auf und auf einmal redet keiner mehr mit mir. Ich muss mich hier auch outen, das ist das allererste Mal in meinem Leben, dass ich ein Ei rantrinke. Keiner traut sich jetzt einmal abzuweisen. So langsam. Ja, nach zwei Eiern, drei Gläser Milch und eine halbe Kokosnuss Schokolade. Okay. Oh, jetzt er. Oh mein Gott, nicht so viel. Voll leck. Kann man machen. Ja, die Frage ging so viel. Als ich schon gegessen habe ich zwei Stunden danach, bestimmt drei Stunden war ich auf Klo, habe die ganze Zeit nur gekotzt, bis raus war. Danach ging es wieder gut, aber ich hatte richtige Krämpfe. Warum sagst du uns das? Guck mal, jetzt mal ganz ehrlich, hältst du jetzt das, was wir gerade wurscht gemacht haben, noch einmal aus? Nein, ich werde jetzt die Challenge das nochmal essen. Aber es wird nicht schlimmer. Es wird nicht schlimmer. Irgendwann gibt es kein schärferes Gefühl mehr. Ich hab doch gesagt, es wird schlimmer. Nein, aber es fühlt sich im Mund nicht mehr schärfer an. Ja, jetzt wird es besser, ja. Jetzt muss ich sagen, jetzt hab ich schon, wie gesagt, das so, mein Magen ist ein bisschen komisch. Aber mir geht jetzt immer wieder von vorne los. Ich hab irgendwas verkackt. Ich hab das zwischen den Zehen oder so. Das hört nicht auf. Ich hau mir noch eine Stufe rein. Und dann kann es auch sein, eine geht noch. Ich bin so happy, dass es vorbei ist. Ich spüre, Bro. Jetzt bin ich komplett vorbei. Also jetzt hast du noch hier so ein bisschen scharf hier habe. Das ist wirklich jetzt geht's weg. Siehst du das Rote? Das ist die Gefahr. Hey, allein schon das Jalapeno würde mich killen. Das müsste jetzt ungefähr eine halbe Million haben, ja? Ihr seht ja diese roten Punkte. Warum machen wir das? Halbe Million. Du wolltest direkt 1,2, ne? Ja. Du willst direkt 1,2 Millionen. Hinter uns. Aber musstest du jetzt noch Jalapenos extra noch machen? Ich würde sagen, wir sind kurz auf der Bank. Gut. Ja. Wir haben unsere Stürmer eingewechselt. Ja. Und wir steigen dann bei 1,2 wieder ein. Boah, da schaut jetzt nicht, wenn ich das sehe. What the fuck? Ich hab doch gerade schon total gelitten bei 230.000. Warum beißt du direkt noch mal? Die war nicht schlimm, ne? Bruder, ich glaube, dass das kommt noch. Gegessen. Das kommt noch, glaube ich. Ich glaube, desto stärker, umso später knallt das, ne? Nee, es wirkt auch anders, weil natürlich Käse drauf ist. Was? Nein, wirklich. Ja, war sogar gut. Okay, dann machen wir jetzt 1,2. Also, wenn ihr so eine Sprüche sagt. 1,2. Ich vertraue hier niemandem mehr. 230.000 soll easy sein. Der Experte muss hinsetzen und kriegt Kreislauf. Dann kommt 500.000, das ist easy. Ey, diese Scoville-Angabe hilft gar nicht irgendwie, um das einzuranken, oder? Dann gibt es auf einmal fünf verschiedene Schärfearten. Wenn sie dir schmeckt, weißt du noch mal. Wow! Das ist schon crazy. Oha, was ist jetzt? Wenn wir jetzt hier essen würden, nee, Bro. Go.
Okay. Ist irgendwie wack. Ist wack? Ich fand sogar, die Jalapenos nur da drauf sind schärfer. 1,2 Millionen. Riecht ihr das? Hat was Säuerliches. Das hilft dabei, dass es nicht ganz so stark nachher, also ganz so scharf ist. Oh. Jetzt fange ich sogar als Schärfe an zu zittern. Ob ihr Aquarius dazu kriegt? Wollt ihr einmal dran riechen? Was willst du essen? Nee. Ich will ja nichts riechen, wofür man eine Brille braucht, ehrlich gesagt. Tschüss. Ich bin gespannt. Schau, Alter. Das geht, ne? Voll angenehm, Mann. Das wäre die Schärfe, die ihr hier anbieten wollt. Oder noch schärfer. Das ist sie. Das ist sie. Ich weiß nicht, ob wir mit dem anderen uns alles kaputt gemacht haben. Ich würde sogar noch mal ein bisschen nehmen. Was? Die ist nicht so scharf wie die andere. Weißt du, was gut ist? Nee, die Schärfe ist nicht. Bruder, ich bin der 100%. Du hast es total auseinandergenommen. Die wirkt halt so ein bisschen. Ich hab auch. Wenn wir es essen würden, Ciao, ciao. Ich kann das jetzt auch einfach essen ohne Probleme. Nope, zum Beispiel allergisch auf. Ein kleiner Bissen. Ich sag die Black Widow vor der Schlupfe. Das würde ich mir mal überlegen. Nee, Bro, die sieht nicht aus. Die sind immer unterschiedlich. Also jede Chili arbeitet ein bisschen anders. Und die Wasabi, aber echt da kein Gepanscher. Die greift noch immer den Magen an. Kahn ist wie Black Widow oder schlimmer? Boah, ich weiß es nicht. Wie du weißt es nicht. Ich weiß gar nichts mehr. Nee, das will ich nicht. Bis auf das Schwitzen ist alles in Ordnung. Beiß noch mal ab dann. Wenn es dir wirklich schmeckt und es wirklich nicht so scharf ist, wie du aussiehst, dann beiß es noch einmal rein. Also ich beiß es noch mal rein und dann beiß dir beiden noch mal rein. Ja, ich beiß erst rein, wenn ich dann sehe, wie es dir nachgeht. Alter, okay, er blufft nicht. Oder er blufft immer noch, Alter. Aber ich sag ehrlich, wenn man diese Black Widow gegessen hat, das kommt nicht so krass. Also weil das so krass war, als ich die das vorhin probiert habe, wo Lou dieses Stück Pommes gegessen hat, hat die viel krasser gehittet. Also wenn ihr jetzt noch diesen viel Flash habt von vorhin, oh, könnt ihr die auch. Und, ich muss eh gleich los, deswegen. Noch eine Runde? Nee, wie noch eine Runde? Das war noch die schärfste. Na, es gibt auch noch mal schärfer, also, weil ich habe das Gefühl, Ich reicht nicht. Drei Level, jetzt gibt's vier? Wo kommt das vierte her? Das vierte ist noch mit 3 Millionen Scoville extra rein. Wie können 230.000 Scoville so viel krasser sein als 1 Million? Wie geht das? Die wirken immer alle unterschiedlich. Ja. Manche wirken sehr im Mund, das sind 230.000. Die wirkt eher auf den Körper. Das heißt, davon kannst du halt sowas wie einfach umkippen. Die geht auf den Magen, greift den Magen an, du hast irgendwie das Gefühl, oh shit, was ist hier los? Und zack, weg. Dafür ist sie aber nicht so scharf im Mund, weil sie so ein bisschen gebunden ist mit Säure. Komm, ciao, Bruder, wenn ihr irgendwas braucht in Berlin, sag Bescheid, ne? Machen wir. Ich bin immer hier. Sehr cool. Ciao, Bruder, wir sehen uns. Ich bin aus dem Auto gestiegen, war gerade wach, ganze Zeit gepennt. Jetzt bin ich auf jeden Fall komplett wach, voll da. Dieses Black Widow war heftig, das fanden auch die anderen am krassesten. Das war nicht schön, das war wirklich böse. Ich wusste das. Es waren nur 230.000, aber das war im Mund nur dumm. Der Rachen, die Atmung, alles krank. So, Luciano ist jetzt weg. Wir testen jetzt neue potenzielle Sorten für eine Happy Slice. Das wird ganz geil. Schärfe essen von eben war brutal. 2 Milliliter Milch getrunken. Die Schärfe war auch krass. 40 Black Widow meinten auch die anderen, die schon mal eine Hot Chip gegessen haben oder noch schärfer. Rein, wie die Fresse brennt, die Nase läuft, die Augen heulen und wie man Luft kriegt. Fanden sie das sogar noch schlimmer. Das war Level 1, das wir hier probiert haben, weil es nur 230.000 Scoville waren. Aber es war eine Schärfe, die richtig, richtig eklig war. Probiert das nicht selber, sonst sagt ihr, ich hab euch das geraten. Also einen Hot Wing wird es hier geben bei Loco Chicken auf jeden Fall. Ich wäre stark für Black Widow, weil das war ein übles Gefühl von der Schärfe. Ultra Hot Wing Challenge. Nur mit Handschuhschutzbrille. Zulassung. Are you loco enough? Unterschriebenem Formular. Einwilligungserklärung muss man unterschreiben. Ja, kommt gerne mal vorbei und testet das. Könnt ihr euch auch darauf freuen? Wir testen jetzt Pizzen. Und dann haben wir noch eine neue Trüffelsoße. Wir haben die so ein bisschen geupdatet. Also deine Pizza quasi nochmal ein kleines Update. Die ist ja schon ultra krass. Die wird noch krasser. Die soll noch ein bisschen cremiger werden. Die ist doppelt so lecker, ohne Spaß. Echt jetzt? Ja. Trüffelpizza nochmal? Die ist doch schon zweitverkaufte Pizza, obwohl es fucking Trüffel ist mit Champignons. Ich liebe die Trüffel. Ja, jetzt bin ich richtig gespannt. Genau, ne, wir haben hier so eine weiße, wie bei der Trüffel, ne? Ah, so eine White Crust. Und die hat ordentlich Knoblauch drin. Ja. Du kannst sogar auf den Teig sehen, siehst du diese Knoblauchstücke da drin? Noch Knoblauch, okay, krass. Ist für Knoblauchliebhaber. Das ist geil. Ja, die war krass. Leute, ihr erinnert euch ja noch bei der Team Food Challenge, wo ich was nichts gegessen hatte und dann eine halbe Pizza reingepfiffen habe, weil die haben einfach die neue rumgebracht. Die war krank. Ich musste jetzt nochmal nüchtern probieren, ohne dass ich 3 Tage vorher nichts gegessen habe, weil da war sie wirklich die heftigste überhaupt. Salami mit Knoblauch, das war gestört. Wenn wir jetzt hier nochmal testen. Der Gouda Mozzarella Mix. Ja. Neue Salami, Halal-Salami, weil es sehr oft gefragt wurde, ne? Ja. Non-Haram, würde ich mal sagen. Gut oder Rind? Das ist gut, die roten Zwiebeln. Erinnert so ein bisschen an Sucuk, die Pizza, um ehrlich zu sein. Neue Trüffel. Die war schon unglaublich krass, ne? Oh,
Meine Güte. Das heißt, ein bisschen, ne, man sieht, hat ein bisschen mehr Textur, ist ein bisschen smoother. Und dadurch bleibt die nachher ein bisschen cremiger und du hast auch ein bisschen mehr von diesem Trüffelgeschmack, wenn du die isst. Den Käsemix, frische Champis und ab in den Ofen. Ihr habt bestimmt schon öfter in den Streams mitbekommen. Romato und ich haben ja unglaublich viel Plate-Up gespielt. Wo du so schnell ein Restaurant bedienen musst, wie es geht, machst du einen Fehler, bist du raus. Das wünsche ich mir schon sehr lange, dass wir das selber machen werden. Und das werden wir machen. Wir sind ja dabei, einen Laden, einen Happy Slice, auch einen lokalen Store zu öffnen, hier wie den Loco Chicken. Wahrscheinlich in Hamburg. Und wenn es soweit ist, werden Knossi und ich und noch weitere Creator. Ja, Knossi, da wisst ihr, wo die mich herkommt. Weil jeder Penner, der im Netz irgendwas zu melden hat, unbedingt auf dem Weg, bam. Tiefkühlpizza, Energies, Kondome, Diaphragmen, Sexspielzeug. Ach, Mann, ich mixe immer ein Minikistern, ein Drittel Erbsen mit Erbsen, Senf, mittelscharf und zwei Esslöffel. Was? Sahne-Meerrettich soll ja auch gut schmecken. Oh Gott, bist du irre, ey. Auf so schnell wie es geht für euch Pizzen zubereiten und die werden dann verschenkt. Gerade wenn ich das hier schon sehe, hier ist jetzt ja super entspannt, ne? Für eine Pizza, fürs Video, das geht ja locker. Aber wenn er dann irgendwie 300 Pizzen die Stunde herstellen muss, dann wird das auf jeden Fall krass. Da musst du es noch richtig einweisen, ne? Das wird spannend. So, Knoblauch-Salami, die gleiche wie von der Team Food Challenge. Oh, richtig geil. Immer noch ziemlich heiß. Wow. Also richtig die Knoblauchstelle. Aber ich liebe das. Ich finde das richtig gut. Ist unglaublich gut. Ja. Wichtigstes Tasting. Die verbesserte Trüffelpizza. Meine Signature-Pizza. Das Stück soll es hier sein. War noch sehr warm. Die schmeckt immer noch ähnlich zur alten, aber wirklich noch geiler. Was hast du gemacht? Ich habe den Fettanteil ein bisschen reduziert, haben den Trüffelanteil erhöht. Und da sind ja zwei verschiedene Trüffelsorten drin. Einmal weißer Trüffel und schwarzer Trüffel. Mhm. Wir haben den schwarzen Trüffel reduziert und den weißen Trüffel ein bisschen mehr reingemacht. Oh, sag doch noch ein paar Mal Trüffel, dann trüffel ich dir aber eh, ne? Boah. Das ist so ein bisschen der Hauptgeschmack, der an Trüffel erinnert, ist immer weißer, nicht unbedingt der schwarze. Ja, mit dem Parmesan dazu geschmolzen, wie die schon aussieht. Das ist Rechnung, die ist richtig, die ist crazy. Zusammen mit der Seven Brothers White Pizza, die Garlic Cream, da wird die gelauncht, die Pizza. Launchen wir auch die zwei neuen Happy Rolls, ja. Garlic Cheese und Garlic Cheese Salami. Ja. Ich probiere direkt, ist noch heiß. Die Happy Rolls auch, die kam auch so krass unten bei der Team Food Challenge, haben wir alle an Influencer probiert. Ja, noch nie so probiert. Ich heiße ja auch nicht crazy. Ja, genau. Das ist genau wie die Pizza, nur noch cremiger. Genau. Unser gegenwärtiger Belag, das heißt in- und auswendig. Glaube ich dir. Das heißt alles Schwein. Und hier haben wir sogar eine Halal-Version. Das heißt alles aus Pute gemacht. Ja, okay. Also wurde alles Schwein mit Pute ersetzt und Halal. Genau. Geil. Haben sich unglaublich viele gewünscht. Bin jetzt sehr gespannt. Das ist jetzt die normale Salami, ja? Ja, Salami immer. Ja. Geil. Sehr gut. Salami immer. Auch nice, ja. Den Chicken finde ich sogar besser als den alten. Den Chicken? Mhm. Dann haben wir noch die scharfe Salami. Salami finde ich beide gleich geil. Schinken finde ich den neuen besser. Und jetzt kommen wir noch zur scharfen Salami. Ah, der Typ macht mich irgendwie arm, ich weiß nicht. Macht den wirklich nicht. Na, okay. Kommt ja auch aus der Knossi-Ecke. Unglaublich geil. Schmeckt so nice. Freue ich mich richtig drüber, das ist geil. Ist es die neue, ne? Richtig gut. War ein sehr geiler Dreh hier. Hat ultra Bock gemacht. Und dass wir alles auf Halal umstellen, kommt Anfang nächsten Jahres. Der Store in Hamburg, physischer Store, kommt auch Anfang nächsten Jahres. Und die 7 vs. Wild Pizza, White Crust, Knoblauch mit Salami. Das kommt, wenn 7 vs. Wild auf YouTube erscheint. Wann war das? 29.11. 26.11., 27. Irgendwie sowas. Ende November, glaube ich. Meinung sehr gerne in die Kommentare. Die Hot Wing Challenge könnt ihr hier machen. Das ist jetzt final diese Black Widows Soße geworden. Da war der Effekt im Mund, in der Atmung, das Wein der Augen, die Nase läuft. Das war die größte Folter. Die anderen beiden, die noch diese Hot-Chip-Schärfe genommen haben, da merkt man es im Mund nicht so, da kommt keine Reaktion. Die haben beide einfach nur eine halbe Stunde später mega Bauchschmerzen bekommen. Das ist nicht so geil für eine Challenge. Das soll richtig in die Fresse schlagen und das tut diese Black Widow-Soße. Deswegen kommt gerne rum, müsst ihr mit Handschuhen machen, mit Brille, Einverständniserklärung unterschreiben und dann könnt ihr das Ganze mal probieren. Und dann schreibt eure Meinung sehr gerne in die Kommentare. Wir sehen uns im nächsten Vlog. Haut rein. Tschüss. Oh mein Gott, Blödmann isst Pizza. Ja, geil. Das ist in den Trends. Mann, also, wie gesagt, ich muss mich echt mal beim Klojan filmen oder so und das mal viral gehen lassen. So, jetzt aber
Genug. Denke mir, 2 Stunden, 10 Minuten reichen erstmal. Wie gesagt, kommen ja morgen übermorgen schon wieder. So, Kinder, es kommt. Es war mir eine Freude gewesen. Aquarius, Odin. Ja, meine Schäfchen. Danke für die Wacht und danke an alle anderen, die jetzt mit dazu geguckt haben. Ne? Itchy, Träumi, Cleo, Bollig für seinen Raid, Captain Charisma. Ne? Wie immer die üblichen Verdächtigen. Und ich würde sagen, jetzt machen wir uns nochmal den Spaß und starten mal den Raid. Danke, Aquarius. Wünsche ich dir auch. Und, machen wir morgen schon einen Butzkutsch auf oder wie ist das? Oder warten wir bis Samstag? So. Nix Raid, ich schau Seven vs. Wild. Ja, aber wir raiden jetzt rüber zu den Anderswelten, denn ihr wisst ja, ich liebe Tandari. So, bis dann, Leute. Ich bin raus, Onkel Klaus. Hab euch lieb. Tschüss, Kuss auf Nuss und wir sehen uns dann heute Abend. Headbangers Paradise. Metal und so. So, jetzt aber Metal off und rüber zu die Anderswelten.